Na siehst du, ich hoffe, du hast es doch geschafft. Prima. So, Kinder, und jetzt geht's zum Sackhüpfen. Anne muss, denke ich, den Mann heiraten, den sie liebt. Und der sie auch lieben muss, sonst Gnade in Gott. Das interessiert mich nicht, mein Junge, ob du Manuela heiratest oder nicht, ob du überhaupt heiratest oder als Junggeselle sterben wirst. Mich interessiert nur eines. Willst du den Pferden die Treue halten oder nicht? Deinen Pferden? Nein, deinen Pferden. Euren Pferden. Na, dann ist ja alles in Butter. Strolch, du. Aber eines sage ich dir. In 2 Jahren will ich ein Pferd aus unserem Stall beim Deutschen Derby sehen. Das ist doch ganz klar. Ich bin ja so froh, dass du deine Pferde behalten kannst. Ich denke jetzt an etwas ganz anderes. Mal den Alltag hinter sich lassen und zum Wochenstart mit wundervollen Melodien verwöhnt werden. Es ist höchste Eisenbahn für eine neue Ausgabe von Kein schöner Land. Denn hier kommen gute Stimmung und volkstümliche Weisen. Kein schöner Land, immer montags um 20.15 Uhr. Keine Handys. Ja, hier weg. Keine Navis. Ich habe mich total verfranst. Und 0 Euros. Dafür aber echter Kult. Das ist doch Faber. Faber von der Fahndung. Das hier, das sind die einsamen Wölfe im Dschungel der Großstadt. Die Superserie aus den 80ern. Schau dir in die Augen, Kleines. Der Fahnder. Heute um Mitternacht. Im HR-Fernsehen. Alles andere als hier nicht zu interessieren. Klar? Ja?
Endlich wird wieder Fußball gespielt in der Commerzbank Arena in Frankfurt. Und die Fans von Eintracht Frankfurt werden sich vor allem sagen, endlich wird hier wieder Erstliga-Fußball gespielt. Das Ganze zwar erst in 2 Wochen, aber heute hat Eintracht Frankfurt nochmal einen richtig harten Testgegner in sein Stadion hineingeordert. Und damit herzlich willkommen zu unserer Live-Übertragung Heimspiel Extra, das Freundschaftsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Valencia. Gleich geht es los und wir übertragen dieses Spiel in kompletter Länge und schauen natürlich in der Halbzeitpause auch noch auf die dritte Liga. Und ich begrüße ganz herzlich unseren Experten Thomas Berthold, auch einige Jahre hier bei der Eintracht gespielt und mit Sicherheit immer noch mit diesem Verein verbunden. Erstmal herzlich willkommen hier bei toller Atmosphäre, das kann man nicht anders sagen. Ich hatte eben schon gesagt, es ist etwas länger her, 3 Monate genau, dass das letzte Pflichtspiel für Eintracht Frankfurt auf dem Terminkalender zu sehen war. Ist das eine zu lange Zeit für Profifußballer? Schönen guten Tag, wir haben tolle Bedingungen heute, tolle Kulisse, tolles Wetter. Es ist in der Tat eine lange Zeit, 3 Monate ohne Training, ohne Leistungsabruf. Heute ist ein wichtiges Spiel, aber nichts vor ist Pokal und dann geht die Liga los. Dann hat man heute einen Top-Gegner hier, eine spanische Spitzenmannschaft, die auch schon nichts vor anfängt. Von daher ist es ein echter Härtetest. Aber du hast natürlich recht, 3 Monate sind meiner Meinung nach viel zu lang. Ja, dann schauen wir mal, wie sich die Eintracht hier einfindet. Sie werden jetzt gleich hochgehen und gemeinsam mit Dirk Schmidt dieses Spiel kommentieren. Ja, und Dirk Schmidt, auch für den FC Valencia ist das heute natürlich ein Freundschaftsspiel, aber auch ein richtiger Test, denn gleich nächstes Wochenende geht es für den Drittplatzierten des vergangenen Jahres in der spanischen Liga los. Und zwar nicht gegen irgendjemanden, Dirk. Nein, es geht los gegen die Königlichen von Real Madrid. Bei Real Madrid muss man antreten. Und das ist natürlich klar, dass man dann eine Woche vorher hier bei der Frankfurter Eintracht diesen letzten Härtetest nutzen möchte. Herzlich willkommen. Wir alle freuen uns natürlich auch hier oben darauf, dass die Frankfurter Eintracht endlich wieder dort ist, wo man glaubt, dass man hingehört, nämlich in der ersten Fußball-Bundesliga. Nächste Woche geht es im DFB-Pokal los gegen Aue und dann kommt es zum ersten Heimspiel hier gegen Bayer Leverkusen in 14 Tagen und deshalb natürlich weiß, dass Trainer Armin Fee heute zum letzten Mal richtig testen kann und er wird, so gehe ich davon aus, in der ersten Hälfte genau die Mannschaft aufbieten, die er zurzeit als die erste Elf hier in Frankfurt sieht. Die Stimmung trotz der Tatsache, dass das Stadion natürlich nicht ausverkauft ist, es werden gut 20.000 Zuschauer hier sein, prächtig und natürlich geprägt von Vorfreude auf das, was da kommt in der kommenden Saison. Nämlich wieder die großen Mannschaften, die werden sich hier vorstellen in Frankfurt. Und das ist das, was man natürlich hier sehen möchte und wo man ein Jahr auf Entzug gelebt hat und jetzt endlich wieder in der Belle Etage des deutschen Fußballs eingezogen ist. Heribert Bruchhagen, der Macher der Frankfurter, konnte gemeinsam mit seinen Kollegen den Betriebsunfall, den Schaden wieder reparieren. Und nach nur einem Jahr in der zweiten Liga, sicherlich mit einigen Risiken finanziellen verbunden, war dieser Aufstieg in die erste Liga. Aber letztlich ist alles gut gegangen und die dürfen jetzt ihre Eintracht wieder dort anfeuern, wo die Musik spielt in der ersten Fußball-Bundesliga. Und hier sehen Sie ihn, Kevin Trapp als Zweiter einlaufend bei der Frankfurter Eintracht. Eine der großen Entscheidungen, die, so scheint es zumindest, sich andeuten in Frankfurt. Der Wachwechsel von Oka Nikolov, dem ewigen Oka, hin zu Kevin Trapp, einem der talentiertesten Torhüter im deutschen Fußball. 22 Jahre ist er erst alt und Oka Nikolov, der 38-Jährige, der über 400 Pflichtspiele für Eintracht Frankfurt bestritten hat, sitzt auf der Bank. Das haben wir aber auch in der letzten Saison erlebt. Und am Ende hat er dann doch wieder den Platz eingenommen und insgesamt 31 Spiele in der zweiten Bundesliga bestritten. Und da kommt auch Attila wieder in der ersten Liga zum Einsatz. Maskottchen der Frankfurter Eintracht. Und das ist Olivier Ocean. Wir werden im Laufe des Spiels Ihnen, und darauf liegt natürlich auch unser Augenmerk, die Neuzugänge der Frankfurter Eintracht näher bringen.
Und auch Thomas Berthold hat sicherlich seine Meinung zu den Mannen, mit denen sich die Frankfurter verstärkt haben. Ein Erinnerungsfoto fürs Familienalbum. Die Frankfurter Eintracht noch nie in dieser Konstellation so zusammen gewesen. Vor heimischem Publikum hier im heimischen Stadion. Gegen den FC Valencia. Ganz in Blau. Champions League Teilnehmer aus Spanien. Und deshalb auch von Armin Fee hier als echter Gradmesser, als echter Leistungstest gewertet. Das ist Kevin Trapp. War eigentlich die Nummer 1 in Kaiserslautern, hat dann im März seinen Stammplatz an Tobias Sippel verloren, aber er hatte mehrere Angebote nach dem Abstieg der Lauterer vorliegen von Topvereinen, Topadressen in der ersten Liga, hat sich für Frankfurt entschieden. Und sein Ziel ist es unbedingt, Nachfolger seines von ihm sehr geschätzten Kollegen Oka Nikolov zu werden. Und heute will er den ersten Schritt in diese Richtung gehen. Denn natürlich braucht es dafür eine konstante Leistung. Weil Oka Nikolov hat natürlich auf der Habenseite einiges aus den vergangenen Jahren. Und los geht's hier in Frankfurt. Und jetzt schauen wir mal, wie die Frankfurter sich aufstellen, wie sie sich sortieren. Sie haben sich in der Abwehr entschieden, mit Jung auf der rechten Seite zu spielen. Das kennen wir ja aus der zweiten Liga. Dann in der Innenverteidigung, das sind ja die großen Fragezeichen. Da braucht es ja Spieler. Da hat man jetzt Schildenfeld noch transferiert. Zwar Andersen sich jetzt gesichert, der aber nach einer Angina noch wieder nicht topfit ist. Und in der Innenverteidigung spielt man heute mit Demidov, dem neuen Mann. Der kam aus Spanien von San Sebastian. Und mit Butcher, Heiko Butcher, der ja in der letzten Winterpause gekommen war. Und auf der linken Seite Otschipka, der neue Mann aus Leverkusen. Sie sehen unten die Spieler Ocean, Olivier Ocean, der Stürmer, vorne die Spitze. Im letzten Jahr Torschützenkönig zusammen mit Alex Meyer in der zweiten Liga. Beide haben 17 Mal getroffen, Ocean für Greuther Fürth. Und Alex Meyer natürlich einer der Baumeister des Aufstiegs. Jetzt die Frankfurter, Meyer. Und die Spanier sind dazwischen. Takashi Inui, das ist der Mann im defensiven Mittelfeld vom VfL Bochum für 1,2 Millionen Euro gekommen. Dann Aigner in der Aufstellung. Jetzt schauen wir uns mal an, was dort unten auf dem Rasen passiert. Schwegler. Pirmin Schwegler, der Mannschaftskapitän, der sich hier in Frankfurt wirklich wohlfühlt und auch gerne bei Eintracht Frankfurt geblieben ist. Das ist er, der Schweizer. Unten sehen Sie die Aufstellung des FC Valencia. Dritter in der spanischen Meisterschaft geworden. Also die dritte Kraft hinter dem FC Barcelona und Real Madrid in der Champions League dabei. Und eigentlich ist nur einer nicht dabei. Der beste Torschütze Soldado verletzt. Und da ja in der nächsten Woche bereits die Punktrunde in Spanien beginnt, mit dem Auswärtsspiel bei Real Madrid, da hat man im Übrigen das letzte Treffen mit 0:0 ausgeglichen gestalten können, will man heute kein Risiko eingehen und Soldado deshalb nicht dabei. Ich höre gut, ja. Prima. Die Stimmung gut auf der Tribüne und inzwischen auch Thomas Berthold, mein Kollege. Ja, hallo Weltmeister Dirk. Von 1990 hier eingetroffen. Schön, dich heute zu sehen hier bei dem tollen Wetter. Ja, es fehlen ja noch zwei andere interessante Spieler, die von Real Madrid kamen. Gago sitzt nur auf der Bank und Canales
ist anscheinend gar nicht im Kader. Aber wie du schon gesagt hast, Valencia ist natürlich eine Top-Mannschaft in Spanien, die immer wieder super Spieler hervorgebracht hat. Wenn man nur mal an David Villa denkt, der bei Barcelona spielt, an Jordi Alba denkt, der jetzt zu Barcelona gegangen ist im Sommer, oder einen David Silva. Okay. Gute Frage an die Regie. Hört ihr mich? Ich höre Thomas. Hast du mich verstanden? So, und das ist der neue Mann von Bayer Leverkusen. Nein, das ist Heiko Butcher, der heute in der zentralen Innenverteidigung spielt. Der ist ja so ein bisschen hochgespült, Thomas, dadurch, dass kein Innenverteidiger da ist. Und jetzt hat er die Chance eigentlich als... Ja, aber Heiko Butcher kennt das ja. Ich meine, er hat in Freiburg auch in der Mitte oder auf der Außenbahn gespielt. Und daher ist es immer gut für einen Trainer, wenn man auch so multifunktionale Spieler hat, die mehrere Positionen spielen können. Aber du hast in der Tat es schon angesprochen, in der Innenverteidigung soll ja noch was gemacht werden. Denn da ist man noch recht dünn besetzt. Es ist immer so eine Frage, welchen Wert haben diese Testspiele? Und ich denke, das ist was anderes zu Beginn der Vorbereitung als jetzt in so einem weiten Stadion. Gar keine, das da hast du vollkommen recht, Dirk. Ich meine, das ist ein ganz wichtiges Spiel, weil nächste Woche geht das erste Pflichtspiel los im Pokal. Danach die Bundesliga-Saison. Die Spanier fangen eine Woche früher an. Von daher ist es für die Spieler und auch für den Trainerstab wichtig, einfach mal heute zu sehen, wo stehen wir. Wer ist schon in der guten Verfassung? Gerade im Hinblick jetzt auf die kommende Saison. Von daher ist es schon was anderes oder hat es einen anderen Stellenwert als irgendein, ich will es mal so sagen, ein Spiel, was man eben Anfang der Vorbereitung macht. Wir hören einander nicht. Das ist ein Riesenproblem. Das muss gelöst werden. Was ist die Lösung? Was ist die Lösung? Das ist die Lösung. So, jetzt schauen wir mal, was die Frankfurter machen. Wie sie sich gegen so eine starke Mannschaft präsentieren, ja. Weil es ist ja nichts Einfaches gegen Valencia, weil auch dort kämpft man kurz vor Saisonbeginn natürlich um die Stammplätze. Das ist vollkommen richtig, Dirk. Und man muss auch sagen, dass gerade der spanische Fußball doch in den letzten Jahren ein großes Ausrufezeichen gesetzt hat im internationalen Fußball. Amtierender Europameister U21 hat jetzt ja auch den Europameistertitel gewonnen. U19 ist jetzt Europameister geworden, also man muss einfach sagen, dass Spanien schon zurzeit das Nonplusultra ist im internationalen Spitzenfußball. Und die Vereinsmannschaften haben letztes Jahr in der Europa League hervorragend abgeschnitten. Es gab ja ein rein spanisches Finale im letzten Jahr. Und das ist schon eine Standortbestimmung heute, wenn man gegen so einen Gegner hier spielt. Das ist Vieira. Barragán, ganz junger Spieler, dieser Barragán. Bei Eintracht Frankfurt ist die Vorbereitung ja recht gut gelaufen, aber wir hatten da so ein Spiel gegen Red Bull Salzburg gut gelaufen, 4-1 gewonnen, aber das war auch nicht die erste Elf, die da gespielt hat. Das ist immer von der Wertigkeit her schwierig und ich glaube, man muss da mehr auf sich selbst gucken, auf seinen eigenen Spielfluss, als den Gegner als Maßstab zu nehmen, aber hier ist es sicherlich was anderes. Ich glaube, entscheidend ist auch jetzt für den Trainer mal zu sehen, wie das System passt. Man spielt ja eigentlich mit einer nominalen Spitze, Alexander Meyer heute dahinter. Wichtig ist, glaube ich, auch für die kommende Saison, dass man hinten kompakt steht, denn das hat auch wieder die EM gezeigt. Wenn du hinten stehst, hast du erstmal weniger Sorgen. Und das wird auch der Schlüssel sein zum Klassenerhalt, wenn man hinten kompakt ist, wenig zulässt. Inouye, der neue Mann.
hat eine gute Zweitligasaison gespielt. Auf jeden Fall. Und hat eben schon mal gezeigt, dass er da ist. Sehr beweglicher, schneller, technisch sehr guter Spieler. Also ich glaube schon, dass er sich hier auch in der ersten Liga durchsetzen wird. Ich glaube, es gibt noch ein Sprachproblem, habe ich gehört. Er spricht nur kein Deutsch. Ja, und das wirkt sich dann auch so ein bisschen auf das systemische Verhalten und das Taktische und das Verschieben, das Laufen, das Zusammenspiel sicherlich im einen oder anderen Fall aus. Das muss ich einspielen. Das ist richtig. Aber eine Sprache kann man auch lernen, Dirk. Also wenn du in Deutschland arbeitest, sollte man auch irgendwann mal nach ein, zwei Jahren ein paar Brocken Deutsch sprechen können. Ich denke aber, da muss der Verein bei solch internationalen Kaderzusammenstellungen natürlich auch seinen Teil dazu beitragen. Ja, auch der Spieler selbst. Ich meine, du lebst ja auch in der Stadt. Du willst ja auch am Ende mal ein paar Leute kennenlernen und ohne Sprechen ist es natürlich schwierig. Der Armin Fee ist ja recht selbstbewusst und sagt, wir wollen eigentlich spielerisch zum Erfolg kommen. Vielleicht jetzt über die rechte Seite. Also man will auf keinen Fall mauern, aber ich denke, er hat auch die Mannschaft nicht zu mauern, weil dazu gehört erstmal eine sattelfeste Abwehr. Und die kann er im Moment nicht haben, weil da eben noch einige Baustellen hinten sind und mindestens noch ein Innenverteidiger dazukommen muss, eher mehr. Gut, Armin Fee hat ja auch in der Vergangenheit, egal wo er Trainer war, immer versucht, dass seine Mannschaften offensiven Fußball gespielt haben. Und ich glaube auch, das wird auch der Schlüssel zum Erfolg sein, dass man eben versucht, hier auch in dieser Saison nach vorne zu spielen, frech zu spielen, aber trotzdem die Kompaktheit nicht zu verlieren. Denn in der Bundesliga wird man eben auch bei kleinsten Fehlern bestraft. Das ist dann schon was anderes als in Liga 2. Aber da musst du eben vorne auch gerade gegen Mitkonkurrenten, da musst du eben auch eine Durchschlagskraft entwickeln und musst Tore schießen. Das steht außer Frage. Sebastian Jung auch eingeladen zu U21, die ja nächste Woche gegen Argentinien spielt. Genau wie er, wie sein Kollege Sebastian Rode. Genau, nächstes Highlight schon am Mittwoch, beziehungsweise am Dienstag in Offenbach, U21 und danach die A-Mannschaft. Hier in Frankfurt. Mit Messi habe ich gelesen am Mittwoch. Das ist natürlich ein Leckerbissen. Das stimmt, ja. Aber ich glaube, es ist auch für Eintracht Frankfurt wichtig, dass so junge Spieler wie Jung, wie Rode mal wieder interessant sind, wenn sie auch für die Nachwuchsnationalmannschaften sind. Aber gar keine Frage, da hast du vollkommen recht. Ich meine, die U21 hat einen hohen Stellenwert bei uns in Deutschland. Und es ist immer gut, wenn die Vereine auch ihre Spieler da positionieren können. Und mit Rode und mit Jung haben wir ja jetzt zwei, die dabei sind. Louis. Und da wird auch bestimmt was passieren in Deutschland, weil wir haben ja die Olympia-Qualifikation verpasst für London. Wir sind gegen die Slowakei und gegen Tschechien ausgeschieden. Und da muss natürlich mehr kommen, weil die Erwartungshaltung ist schon groß in Deutschland auch, gerade was die Top-Nachwuchsmannschaft angeht. Was erwartest du von Eintracht Frankfurt, apropos Erwartungshaltung im nächsten Jahr? Ja, ich glaube, man muss da realistisch sein. Ich glaube, dass es entscheidend sein wird, dass man dieses Jahr, diese Saison die Klasse hält. Man hat ja auch ein paar Mitkonkurrenten. Oh, da haben sie hinten. Mit Fürth, mit Düsseldorf, vielleicht noch mit Augsburg. Und da müssen eben drei Mannschaften hinter der Eintracht bleiben.
Also Prognose, Thomas Berthold, es wird ein Kampf gegen den Abstieg. Ja, ich glaube, da muss man realistisch sein, Dirk. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass hier von den Verantwortlichen da was anderes kommt. Nein, alles andere wäre unvernünftig. Man muss sich langfristig in Liga 1 etablieren und dazu gehört kurzfristig erstmal der Klassenerhalt im ersten Jahr. Genau. Das ist Stefan Aigner. Von 1860 München gekommen. Er war eigentlich die erste Verpflichtung, hat schon fünfmal in der Bundesliga vor Jahren gespielt bei Arminia Bielefeld. Aber ich denke mal, ja, man setzt ja auch auf deutschsprachige Spieler oder auf deutsche Spieler. Das ist meiner Meinung nach richtig. Denn mit dem Zusammenhalt und mit der Kompaktheit, wie gesagt, kann man auch in der ersten Liga entsprechend schön bestehen. Gespielt, auch schon. Und Tobias Wenz, der Schiedsrichter, hat da ein Stürmerfoul von Ocean gesehen. Interessant. Bin ich Spanier selbst überrascht, dass er das gepfiffen hat. Es ist ein Freundschaftsspiel. Da will man gastfreundlich sein. Na gut, das wird da gezogen mit dem Strafraum, ist ja normal, aber dass man jetzt da faul pfeift. Okay. Naja, sei es drum. War auf jeden Fall eine recht gute Möglichkeit. Man merkt aber, sowohl vorhin bei Eintracht Frankfurt als auch jetzt beim FC Valencia, in den Abwehrreihen, das ist noch nicht ganz so stimmig in der Übergabe, wie das im weiteren Saisonverlauf wird. Da gibt es hier und da schon noch Abstimmungen. Ja, ich gehe auch davon aus, dass beide Mannschaften, wenn die Saison losgeht, mit einer anderen Stammformation auflaufen werden. Ich kenne jetzt auch nicht genau die Verletztenliste von Valencia, die aktuelle. Also das fehlen ja einige Spieler. Oh. Meier. Auf Olivier Ocean. Ocean scheint ja gesetzt in der Mannschaft der Neuzugang der Spielvereinigung führt mit 30 Jahren erstmals der Kanadier den Sprung in die Bundesliga geschafft. Er war ja vor 2 Jahren noch in Offenbach. Ja. Damals hört man immer wieder für 200.000 Euro zu haben gewesen für die Frankfurter. Da gab es aber den Wechsel dann zu Bruno Hübner und da gab es keine richtige Führung. Ocean brauchte einen neuen Verein, ist nach Fürth gegangen. Jetzt haben sie ihn für 1,3 Millionen geholt. Er ist gesetzt, hat aber noch nicht viel getroffen in der Vorbereitung. Gut, er ist natürlich ein absoluter Stoßstürmer. Er muss natürlich bedient werden, er braucht Bälle im Strafraum. Er ist ja kein Sprinter jetzt, der einem weglaufen kann. Und von daher sind eben auch die Spieler gefordert. Das sind Außenbahnen. Oh, oh, oh. Das war aber noch sehr, sehr gastfreundlich. Das war die Gelbe für Demidov. Der Mann, der aus Spanien kam. Ich denke mal, die muss man nehmen, die Gelbe. Ja, in der Liga wirst du dafür eine rote Karte kriegen, weil er läuft allein aufs Tor. Und das Regelwerk sagt eben ganz klar, ist kein Mann mehr dahinter, gibt es eine rote Karte. Wobei ich sagen muss, bei der M gab es auch ein paar Situationen, wo da auch nur Geld gegeben worden ist. Das ist ein bisschen eine Auslegungssache des Schiedsrichters. Demidov ja einer, der in der Innenverteidigung zum Chef werden soll. 25 Jahre ist er alt, spielt er in Spanien. Ist Norweger, aber in Riga, in Lettland geboren. Und er hat immerhin 23 Ligaspiele für San Sebastian gemacht in der letzten Saison. Also war bis zum Schluss eigentlich immer im Kader und hat auch mehrheitlich gespielt. Die Frage wird sein jetzt, wie viel Zeit man eben braucht, um sich generell im Abwehrblock auch einzuspielen, weil die Abstände müssen stimmen, die Absprachen müssen stimmen. Es gibt ja immer eine Sprachthematik auch, weil ich gehe mal davon aus, dass er noch nicht Deutsch spricht. Und man muss den Leuten auch eine gewisse Zeit geben. Das ist gerade in der Abwehr ganz wichtig, man muss miteinander reden auch. Ja, in der Innenverteidigung gibt es natürlich nicht mehr
so viele Alternativen. Da gibt es nur den Andersen, der ja schwere Angina hatte und deshalb, weil er auch Trainingsrückstand hatte, heute auf der Bank sitzt. Vielleicht kommt er die letzten 20 Minuten. Hast du vollkommen recht. Ja. Wenn man, wie gesagt, einen Trainingsrückstand hat, hat vielleicht auch die Vorbahn nicht ganz mitmachen können. Der Fitnesszustand ist entsprechend, dann braucht man eben noch eine gewisse Zeit. Das wäre dann eine Alternative für die Innenverteidigung. Inouye hat relativ viele Ballkontakte, für meine Begriffe. Das ist Oshipka. Und Tor! Schönes Tor. Tor 1:0 für Eintracht Frankfurt. Und Torschütze ist der neue Mann von 60 München, ist Stefan Aigner. Und die Flanke kam auch von links, kam von Oshipka. Also, das war schon eine Co-Produktion von 2:9 und sah mal gar nicht schlecht aus. Inouye, viele Ballkontakte hat er. Dann Oshipka. Schönes Tor. Also drei neue. Inouye, Oshipka, Aigner. Damit haben wir heute den Spielstand. Eintracht Frankfurt. Valencia CF. Ja, Voll Ocean hat in der Mitte gut gearbeitet, er hat auch den einen oder anderen weggedrückt und dann wird mal ein Platz frei. Und Aigner hat die Lücke genutzt. War ein sehr schönes Tor. Ja, das sind ja sowieso auch Dinge, sagen wir mal, die den Experten eher umtreiben als den laienhaften Verbraucher, dass so ein Ocean natürlich auch mal den Ball hält, dass er mal Gegenspieler bindet, dass er mal Räume schafft, den Körper eben arbeitet auch. Dafür hat man ja auch einen Stoßstürmer. Es gibt ja Lücken für die Mitspieler und da muss man eben reinstoßen. Gerade wenn der Flanke über links kommt, muss der rechte Außenbahnspieler muss sowieso nach innen rücken. Dann Armin Fee hat genau das immer wieder betont in der Vorbereitung, dass er eben das schätzt, eben gerade an Olivier Ocean. Und dass er gerade deshalb gesetzt ist. Ja, es gibt ja auch keine Alternative direkt zu ihm jetzt als Stoßstürmer. Das muss man auch ganz klar sagen. Und Hoffer ist kein Stoßstürmer. Von daher hat man jetzt mit Ocean den einzigen Stoßstürmer. Und hier auch zu sehen, dass es kein Abseits war. Da war noch ein Spanier hinten drin. Also reguläres Tor. Diego Alves, da ist kein Torwart, auch im Freundschaftsspiel. Ja, glücklich, wenn er in so kurzer Zeit. Sauer, immer sauer, wenn sie einen reinkriegen. Egal, auch im Training. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Grundstein für den Erfolg, dass man diesen Ärger mitbringt. Sonst. Torhüter sind sowieso spezielle Typen. Das mal ganz nebenbei. Tja, wir haben jetzt ein Viertel des Spiels etwa um. Sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Und das zweite Tor ist so ein bisschen aus heiterem Himmel gefallen. Also Oshipka hat bei Bayer Leverkusen nicht allzu viele Spiele gemacht.
9 Bundesligaspiele letzte Saison an der Zahl, 1-0 über 90 Minuten. Aber das kann natürlich auch ein Perspektivspieler sein, der die Perspektive dann auch realisiert. Da ist auch die Konkurrenz sehr groß in Leverkusen. Hat mit Katlic einen internationalen Spieler auf der linken Seite. Schön gemacht. Also für meine Begriffe läuft sehr, sehr viel über Inouye. Ja, guter Fußballer. Sieht er wird gesucht von seinen Mannschaftskameraden jetzt schon. Hat den Kopf hoch vor allem. Und sieht findet auch immer wieder die Lücke. Ja, ja. Sieht zufrieden aus, der Bruno Hübner. Ist auch bis dahin ein sehr faires Spiel. Also beide Mannschaften achten auch darauf, dass gerade kurz zu Saisonbeginn man nicht zu hart einsteigt. Aber gut aufgepasst eben. Gut mitgespielt, ja. Ich denke, er hat es auch ganz clever gemacht, nach Frankfurt zu gehen, weil hier wirklich die Chance ist, sich langfristig als Nummer 1 in den Bundesliga-Verein, glaube ich auch, zu etablieren. Das ist was anderes als in Kaiserslautern. Herr Lautern hatte ja auch mit Tobias Sippel einen auch Jungen gehabt. Und jetzt aber der Anschluss. Schönes Tor. Gut herausgespielt. Schnell gespielt, ja. Müssen wir uns nochmal anschauen. Das sieht man natürlich jetzt. Normalerweise, wenn einer rausgeht, müssen die anderen beiden die Mitte schließen. Das ist da nicht geschehen. Dann kommt er frei zum Abschluss. Mitte Tor. Das war Pablo Piatti, der diesen Treffer hier erzielt hat. Aber er hatte in der Zentrale da auch. Ja, das Problem ist, wenn ein Abwehrspieler rausgeht, müssen die anderen beiden einfach in der Mitte das Loch zumachen. Auch der Innenverteidiger muss reinrücken. Und das meine ich eben. Das ist so wie so ein Gummiband, so eine Viererkette, die muss funktionieren. Und das braucht eben seine Zeit. Gerade wenn neue Spieler integriert werden müssen. Und von daher ist eben wichtig, dass keine Verletzten jetzt noch dazukommen in den nächsten Wochen. Und dass die Mannschaft sich eben vor allem nach hinten einspielt. Was denkt er wohl, Oka Nikolov? Ja gut, hätte er auch nicht gehalten. Das ist ja für ein Torwart dann auch sowieso, wenn der Stürmer zentral vor dir steht, ja, und kann sich noch die Ecke aussuchen, das ist generell schwer. Das sieht immer so leicht aus hier, ja, ja. Weil er ja fast in die Mitte geschossen hat. Der war ja nicht ganz, ja, ganz ins Eck, aber aus 16 Metern frei zum Schuss ist natürlich... Der war flach gespielt, flach geschossen, da muss er erst mal runterkommen. Also das ist kaum zu halten gewesen für den Torwart. Ich meine, es ist relativ klar zu identifizieren, wo Eintracht Frankfurt nachbessern muss. Das liest man ja auch seit Wochen. Das ist in der Abwehrzentrale und vor allem, ja, im Sturm. Auf der einen Seite gut, wenn man genau weiß, wo man nachbessern muss. Auf der anderen Seite auch schlecht, wenn es doch so offensichtlich ist. Vor allem auf diesen Positionen ist es immer schwer, auch einen guten Mann zu finden. Da ist natürlich auch eine Geldfrage. Was kann ich da investieren? Denn in der Mitte hinten oder vorne im Sturm sucht da jeder.
Aigner. Jung, Rode. Piatti, der Torschütze. Aber es ist ein gutes Freundschaftsspiel, muss ich sagen. Es sind beide engagiert. Ja, und ich denke auch, dass bei Eintracht Frankfurt eigentlich der Ball recht gut läuft. Ne? Ja, also das Kombinationsspiel, muss ich sagen, aus meiner Sicht jedenfalls recht gut für dieses frühe Stadion. Ist natürlich immer auch angenehm, wenn du gegen Mannschaften spielst, die auch Fußball spielen wollen. Weißt du? Wenn du jetzt gegen Mannschaften spielst, die nur hinten drin stehen, ist es generell schwieriger, auch das Spiel aufzuziehen. Aber die Spanier spielen ja mit, die wollen ja auch Fußball spielen. Ist ja eigentlich Wahnsinn in der spanischen Liga. Valencia ist Dritter geworden, hat sich damit für die Champions League qualifiziert, hat hinter Real und Barcelona diesen dritten Platz belegt und 30 Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten und nur 20 Vorsprung vor dem Abstiegsplatz. Ja. Die sind also näher am Abstieg als an den beiden Führenden in der Champions League. Das zeigt eigentlich, wie die Liga aufgestellt ist. Die beiden vorne, die spielen in der eigenen Liga, das muss man ganz klar sagen, in Spanien. Dahinter tummeln sich einige. Valencia schon seit vielen Jahren immer international dabei. Bringen auch immer wieder gute Spieler raus, die sie dann verkaufen. Sie müssen auch verkaufen, weil sie haben viele Schulden. Die müssen hier abgebaut werden. Sie haben ein Stadionprojekt, was nicht fertiggestellt ist. Also da ist ja auch einiges im Umtrieb jetzt bei ihnen. Aber man sieht Schön. Eben, alles gute Fußballer hier. Die schnell sind, ballsicher sind. Aber du hast natürlich recht, also 20 Punkte nach unten ist nicht viel. Bei 20 Mannschaften. Ja, das zeigt eigentlich auch, wie schön die Bundesliga ist, ne? Ja. Weil wirklich ja jeder gegen jeden gewinnen kann und das auch passiert in jeder Saison. Bei uns gibt es diese Dominanz von Real und Barcelona, wie es in Spanien eben, die es jetzt gibt, gibt es in der Form nicht. Das war Vieira. Den hat er gut gehalten, der wäre nämlich reingegangen. Ja. FC Valencia hat ja interessanterweise schon einige Testspiele in der Saison gegen deutsche Mannschaften hinter sich. Die haben nämlich in der Nähe von Gütersloh ihr Trainingslager gemacht. Mhm. Und dagegen Braunschweig und Bielefeld jeweils 1:1 gespielt. War aber ganz früh in der Vorbereitungsphase. Ja, wollte gerade sagen. Da waren die anderen schon wesentlich weiter, weil die sind ja schon punktspielmäßig unterwegs in der zweiten und dritten deutschen Liga. Also das war völlig versetzt und von daher keine Aussagekraft in den Ergebnissen. Ja, man sieht schon, Valencia will das aber nicht so stehen lassen mit dem 2-1. Die wollen schon gucken, dass das Spiel für sich entscheiden. Und spielen hier immer nach vorne. Ja. Aber es sind generell jetzt auch viele internationale Top-Mannschaften in Deutschland. Zum Testen oder auch im Trainingslager. Viele zieht es immer in die Schweiz und nach Österreich und mittlerweile. Woran liegt das? Liegt das nur am schönen Deutschland oder liegt das auch an den Vermarktern, die da ihr? Das kann ich jetzt nicht sagen, Dirk, ob die Vermarkter da auch eine Rolle mitspielen, weil die natürlich die Freundschaftsspiele mitorganisieren. Aber bei uns hast du hier eine Top-Infrastruktur. Das Wetter passt auch zum Trainieren, ist nicht so heiß. Du hast eben auch Gegner, die schon teilweise im Ligabetrieb sind, wie jetzt bei uns Liga 3 und Liga 2 spielen ja schon. Thank you.
Gut, 20.000 Zuschauer haben wir, Thomas. Eigentlich eine ganz schöne Zahl für so ein Freundschaftsspiel. Gut, die Schulferien gehen zu Ende jetzt. Das Wochenende, das Wetter passt. Also von daher ist die Resonanz wirklich toll heute Nachmittag. Ich glaube, die Leute sind auch fußballhungrig. Ich weiß ja jetzt nach 3 Monaten Pause. Ja, klar. Gut, die EM war dazwischen. Wieder in Ui. Aber man ist schon nach nationalem Fußball, hat man Hunger. Ja, ja. Denke ich schon. Das glaube ich auch. Und in Frankfurt ganz besonders, weil das halt wieder hier sich in der Bundesliga im nächsten Jahr abspielt. Also der Inui, der macht mir Spaß dort. Ist auch einer, der mit seiner leichtfüßigen Eleganz gut zu dem passt, glaube ich, was man sich hier vorgenommen hat. Ein beweglicher Mittelfeldspieler, der technisch gut ist, der dynamisch ist. Voll hat einen Kopf oben, weißt du, das ist ein guter Fußballer, hat einen Kopf oben. Der sieht den Mitspieler, kann auch mal einen Pass stecken. Armin Fee hat sich eigentlich in dieser Vorbereitung auf so einen Kern festgelegt von 9 Spielern. Jung, Demidov, Otschipka hinten, dann Schwegler, Rode, Aigner im Mittelfeld, Meier und Inui in der Offensive im Mittelfeld. Ja. Und in der Spitze Ocean, der hat da sehr, sehr konstant spielen lassen. Ist auch ein Rezept in der Vorbereitung, weil er halt sagt, naja, der Köhler, der weiß, wo der Meier hinläuft, aber die anderen sollen es halt auch mitbekommen. Dass das so die Formation sein wird, mit der er wahrscheinlich anfängt. Denn wenn wir uns mal so die Bank anschauen, bis auf Andersen, wenn der fit ist, könnte ich mir vorstellen, dass der in der Startelf steht, wird das so die Stammformation wahrscheinlich werden. Weil nächste Woche kommt schon Pokal. Das heißt, so viel Tests hast du dann auch nicht mehr. Ja, Pokal ist eine ganz wichtige Sache, ja, ja. Weil wenn da das erste Spiel richtig in die Hose geht. Und gerade gegen unangenehmen Gegner. Das ist ein schwieriger Gegner, Aue. Ja. Im Übrigen wie Valencia auch. Weil das ist eine Mannschaft, die hat sicherlich einen Namen, aber eben nicht die ganz großen, international bekannten Fußballer in den Reihen. Und von daher ist das für die Spieler, die dort sitzen, wie ein Benny Köhler hier im Vordergrund, sicherlich eine Mannschaft, auch für die Zuschauer, wo man zwar bei genauerem Überlegen weiß, die können was, wo man aber jetzt nicht geblendet wird von der Strahlkraft der Namen oder des Namens, des Clubs. Ja gut, aber Valencia ist für mich schon eine Mannschaft, die sich in Spanien in den letzten Jahren oder generell auch schon in den letzten 10, 20 Jahren etabliert hat in der Spitze. Die oft international vertreten ist und von daher ist das hier schon ein Kaliber. Klar. Da fehlen natürlich die einige Spieler jetzt. Außer Real und Barcelona, die Meister geworden sind. Es fehlen einige Spieler jetzt von der Stammelf, aber trotzdem. Man sieht eben, da können alle Fußball spielen. Im Übrigen ja auch die Mannschaft, die im Champions League-Finale. Ja. Gegen Bayern München. Gegen Bayern München 2001. In Mailand. Im dramatischen Elfmeterschießen verloren hat. Und weißt du, wer den entscheidenden Elfer versemmelt hat? Das war der Trainer. Pellegrino. Wirklich? Ja, mein Gott. Maurizio Pellegrino, der Trainer heute vom FC Valencia unten an der Bank. 40 Jahre alt. Erstmals im Übrigen Cheftrainer. Und hier sehen wir ihn mit dem Rücken in seiner Coaching-Zone stehen, schwarz gekleidet. Ja, Elfmeterschießen sind immer undankbar.
Das haben wir ja diesen Sommer auch erlebt in München, wie undankbar das sein kann. Aber wahrscheinlich wird er es nie vergessen, dass er den Elfer verschossen hat. War der letzte entscheidende. Das nimmst du mit. Aber ist ein junger Coach, seine erste Cheftrainerstation. War immer so ein bisschen im Fahrwasser von dem Rafael Benitez. Dann einen guten Lehrmeister gehabt. Als Co-Trainer mit ihm gegangen, mit ihm trainiert. Und ist natürlich wahnsinnig wichtig, wenn du deine erste Saison dann als Cheftrainer hast, wie du da abschneidest. Aber ich glaube schon, dass er, wenn er mit Rafa Benitez gearbeitet hat, ich kenne ihn ja, Rafa Benitez, das ist für mich ein absoluter internationaler Top-Trainer. Da nimmst du schon viel mit, auch für deine eigene Karriere. Und ich glaube, dass Valencia da einen guten Griff gemacht hat mit ihm. Das ist er. Nee, das wäre eher was für den Linksfuß gewesen. Von da. Jetzt haben wir die erste Hälfte schon fast rum und ich denke, es macht Spaß, ne? Ja, ist ein gutes Spiel. Macht auch dem Zuschauer mehr Spaß, wenn die zwei Mannschaften siehst, die Fußball spielen wollen. Die Spanier regen sich jetzt bitte mit dem Schiedsrichter auf, weil die sind ja natürlich in Spanisch gewohnt. Der wird nicht so kleinlich gepfiffen wie hier. Nein, ich denke mal, dass er noch ein bisschen kleinlicher pfeift, was so diese Härten angeht, in so einem Vorbereitungsspiel als im Ligaspiel. Was aber ja im Sinne aller Beteiligten ist, muss man sagen. Ne? Ja, gut. Man verletzen soll sich keiner heute hier. Oh. Ja, die sind alle vorne schön beweglich, gell? Die Kleinen. Die Spanier sind ja auch in Deutschland begehrt und man sieht, Bayern München ist ja an Martinez anscheinend immer noch dran von Bilbao. Es ist auch interessant zu sehen, dass auch die Bundesliga mittlerweile auch für spanische Spitzenspieler vielleicht interessant wird. Aber bei uns weißt du eben, es wird pünktlich gezahlt. Die Stadien sind toll. Sebastian Rode. In den Rücken rein. Schön in die Lücke. Ja, 2:1. Kurz vor der Pause, geht's in Ordnung? Ja, will schon sagen. Weil Valencia hat sich jetzt ein bisschen wieder berappelt nach dem 2:0. Man sieht schon, dass auf den Außenbahnen oder vorne am Sturm diese kleinen, wendigen, schnellen Spieler haben, die unangenehm sind. Was überrascht positiv bei der Eintracht aus deiner Sicht? Ja, auf jeden Fall ist Inui ist schon ein Spieler, wo man einfach jetzt schon sieht, aufgrund seiner Präsenz, der den Ball haben will, der Fußball spielt, den Kopf hoch hat. Also das ist auf jeden Fall eine Bereicherung, würde ich sagen. Da ist er am Ball. Ganz kurz.
Roschen spielt auch sehr mannschaftsdienlich. Aber jetzt muss man aufpassen, jetzt wird es gefährlich. Das ist Olivier Roschen. Oder? Hernandez. Gibt es auch was, wo du sagen würdest, das ist ganz offensichtlich, da muss man was tun? Ja gut, man sieht eben schon hin in der Abwehr, dass da es ein Abstimmungsproblem wahrscheinlich noch gibt, dass der Block noch nicht so arbeitet, wie er arbeiten muss. Aber man spielt doch nicht gegen irgendjemand. Du hast ja hier auch einen Gegner auf dem Platz. Schauen wir mal, was sie aus diesem Freistoß machen. Standards, ja. Ja, Standards sind heute ein ganz wichtiges Thema, weil du da gute Schützen hast, die aus Freistößen, Ecken und ohne Bällen was machen. Da kannst du schon einige Punkte holen in der Saison. Ist gerade für eine Mannschaft wichtig. Wie Eintracht Frankfurt, denke ich mal. Wir hatten ja früher mal Bernd Nickel, meint, das ist ja noch ein Begriff hier, was der Bernd für Freistöße geschossen hat. Wenn du so eine Waffe hast in der Mannschaft, das macht sich schon dann bei den, also mal im Ende des Jahres bemerkbar. Und jetzt gibt es Meier, der den Freistoß geschossen hat. Gar nicht mal schlecht. Aber Schiedsrichter Tobias Wels pfeift unterhaltsame, schöne, appetitmachende 45 Minuten ab. Und zwar machen die zum einen Appetit auf die zweite Hälfte, zum anderen aber auch auf den Start in die neue kommende Bundesliga-Saison. Ich glaube, wenn man das gesehen hat, kann man sagen, es macht doch Sinn, solche Freundschaftsspiele, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben jetzt noch eine Woche bis zum Beginn. Geht der erste Wettbewerb los, der DFB-Pokal, in zwei Wochen die Liga. Und du brauchst eine Standortbestimmung und vor allem brauchst du wieder einen Wochenrhythmus. Ich meine, die Spieler, die haben jetzt trainiert, waren im Trainingslager. Und es wird Zeit, dass es wieder losgeht. Und wir geben jetzt von hier oben für die Halbzeit zunächst mal runter zu unserem Kollegen, zu Markus Philipp. Ja, und wir haben es schon gehört von den Kommentatoren, das macht doch Spaß, da guckt man gerne zu und wir freuen uns jetzt schon auf die zweiten 45 Minuten. Vorher wollen wir uns aber noch mit Drittliga-Fußball beschäftigen und dann gleich mit Bruno Hübner, dem Sportdirektor von Eintracht Frankfurt, nochmal über die neue Mannschaft des Erstligisten sprechen. Aber wie gesagt, dritte Liga, heute der fünfte Spieltag und die Offenbacher Kickers, die haben einen Horrorstart hingelegt. Alle vier Partien bisher verloren und der letzte Tabellenplatz. Alle Beteiligten sagen allerdings, Trainer Ari van Lent steht nicht zur Disposition, der sei fest im Sattel. Trotzdem müssen da heute mit Sicherheit mal ein paar Punkte her. Ob das jetzt allerdings gleich bei Alemannia Aachen gelingt, dem starken Zweitliga-Absteiger, das war die Frage, die heute zu stellen war und die Heiko Neumann für uns beantwortet. Die fünfte Pleite hintereinander droht dem OFC und Kickers-Trainer Ari van Lent, denn ausgerechnet am Aachener Tivoli vor 18.000 schwarz-gelben Alemannia-Fans die Trendwende einzuleiten, das wird enorm schwer. Offenbach ganz in Grün zu Beginn, aber frech und selbstbewusst, als ob es diesen Katastrophensaisonstart nie gegeben hätte. Marc Stein, Matthias Fetsch drin, 1-0 Kickers nach 5 Minuten. Und schauen Sie mal auf diese Erleichterung. Klasse herausgespielt. Und Matthias Fetsch, ganz cool, ein Neuzugang von der Eintracht, besorgt den Offenbacher Treffer. Fetsch, der neue Mann von Eintracht Braunschweig. Trainer van Lent zufrieden und die Kickers zum allerersten Mal in dieser Spielzeit in Führung. Und Offenbach bleibt Chef am Tivoli. Der OFC mit traumhaften Kombinationsfußball, Ratgeber, öffnet auf Reinhardt. Der sieht Matthias Fetsch und Achtung, Tor! 2-0 OFC, 35. Minute. Wahnsinn! Der Tabellenletzte zerlegt den Aachener Aufstiegsaspiranten nach allen Regeln der Kunst. Hier noch einmal Matthias Fetsch. Der hat Geduld, wartet, bis auch der letzte Aachener
die Orientierung komplett verloren hat und macht das überragend. Arifan Lent kann es noch gar nicht fassen, was hier passiert. Der zweite Durchgang, 47. Minute, Ecke Julius Reinhardt. Husterer, noch einmal Husterer, 3-0. Das wird ja immer besser. Die Kickers sofort wieder voll da. Markus Husterer reagiert blitzschnell, Doppelkopfball und jetzt wird Aachen vorgeführt. Schade, dass die Kickers mit 4 Niederlagen gestartet sind. Heute spielen sie wie ein Aufsteiger. Was macht die Alemannia? Jagd auf Offenbacher Unterschenkelknochen. Rambo Sascha Rösler scheußlich hier gegen Julius Reinhardt. Rösler hätte glatt rot sehen müssen, mit Gelb noch gut bedient. Offenbach nimmt jetzt etwas Tempo raus. Die Schwarz-Gelben übernehmen 10 Minuten vor dem Ende. Die Kickers schlampig in der Defensive. Dennis Poster ist da. Anschlusstreffer 1-3. Doch statt Aachener Schlussoffensive geht die Alemannia nur auf die Gesundheit des Offenbacher Gegners. Thiele brutal gegen Sead Mehic. Mit voller Absicht den Ellbogen ausgepackt. Unfassbar. Von Schiri Beitinger gab es noch nicht mal Gelb für diese Tätigkeit. Dann ist Schluss. Kickers Offenbach gewinnt hochverdient und total überzeugend mit 3-1 in Aachen. Die Leidenszeit des OFC ist endlich vorbei. Ja, also ein bisschen aufatmen am Biberer Berg. Und wir schauen auf die anderen Ergebnisse in der dritten Liga. Wien Wiesbaden gegen Preußen Münster 2-2. Und Wien Wiesbaden hat bis zur 89. Minute 2-0 geführt. Also da ist man mit Sicherheit nicht glücklich mit diesem Ergebnis. Und Babelsberg hat den SV Darmstadt 98 auch durch einen späten Treffer in der 88. Minute mit 1-0 geschlagen. Entschuldigung, natürlich Burghausen gegen Darmstadt, also 1-0. Das bedeutet Wien Wiesbaden mit 6 Punkten auf Platz 10. Die 98er, die Darmstädter auf Rang 17 mit 4 Zählern und Offenbach Vorletzter mit 3 Punkten. Ja, wir sind weiterhin hier im Frankfurter Fußballstadion und schauen jetzt mal, was die Eintracht denn in den letzten Wochen alles so gemacht hat. Das zweite Trainingslager ging diese Woche zu Ende in Österreich in Feldkirchen und es war eine relativ entspannte Stimmung und vor allem ging es nicht immer um Fußball, wie Joscha Bartlis berichtet. Helm auf, noch ein Schluck Wasser und dann geht's los. Aufsatteln für die Bundesliga. Dafür tritt die Eintracht in Oberösterreich in die Pedale. Ja, ich lasse mir immer, ich bin ja also unheimlich kreativ. Nein, wir machen was anderes heute mal. Ja. Die neue Eintracht geht gut gelaunt, frech und angriffslustig in die neue Saison. Im direkten Duell nicht nur auf dem Platz, Erwin Hoffer gegen Neuzugang Olivier Ocean. Ocean ist der große Hoffnungsträger bei der Eintracht, auch wenn beim Tischtennis noch nicht alles klappt. Doch auch in den bisherigen Testspielen konnte der Torschützenkönig der vergangenen Zweitligasaison kaum glänzen. Seine Trainingsleistungen ebenfalls mit Luft nach oben. In der Bundesliga hat Ocean noch nie gespielt. Kann er sich dort durchsetzen? Die gleiche Frage gilt beim Japaner Takashi Inui, der neue Mann fürs linke Mittelfeld. Er hat noch Verständigungsprobleme, spricht weder Deutsch noch Englisch, sein Dolmetscher daher immer mit dabei. Inuis Pendant im rechten Mittelfeld, Stefan Aigner. Auch er ein guter Techniker, auch er soll über außen Dampf machen. Armin Fees größte Baustelle in der Vorbereitung, die neu formierte Abwehr. In den Testspielen, wie hier gegen den polnischen Erstligisten Lubin, zum Teil gnadenlos ausgespielt. Die nötige Abstimmung fehlt bisher. Die Eintracht-Defensive schlichtweg noch nicht eingespielt. Im Tor gibt es einen Kampf der Generationen. Youngster Kevin Trapp, für 1,5 Millionen Euro aus Kaiserslautern gekommen, gegen Routinier Oka Nikolov. Der eine 22, der andere 38 Jahre alt. Wer wird die neue Nummer 1? Wir verstehen uns alle gut, aber klar, der Konkurrenzkampf ist schon da und den nehmen wir alle an. Das Motto der neuen Eintracht, Angriff auf die Bundesliga und eine neue Siegermentalität entwickeln.
Ob sich Armin Fees Trainingsmethoden in Oberösterreich auszahlen, das zeigt sich spätestens beim Start in die neue Saison. Ja, das dauert noch ein bisschen, in 2 Wochen Bundesliga-Start. Nächste Woche aber dann schon die erste Pflichtspielbegegnung, und zwar im DFB-Pokal bei Erzgebirge Aue. Ja, und Bruno Hübner, wir haben eben gerade noch mal beide ein paar Bilder sehen können aus dem Trainingslager. Erstmal herzlich willkommen hier bei uns. Hallo. Am Mikrofon. Und man hat gesehen, da ist gute Stimmung, und unsere Kommentatoren haben auch gesagt, das Spiel macht auch Spaß. Also da ist immer ein bisschen Spaß bei der Sache, da ist gute Laune im Team momentan. Ja, das würde ich so sagen. Also wir haben ein hervorragendes Trainingslager, wir hatten hervorragende Bedingungen. Wir waren relativ abgeschieden, Nähe zum Platz, 2 super Plätze, und das Wetter hat auch mitgespielt. Wir hatten 10 Tage Sonnenschein. Man sieht es bei Ihnen, ja, auch gut gebräunt zurückgekommen. Das ist richtig. Also insgesamt abgerundet ein tolles Trainingslager. Wie erleben Sie dann ein solches Spiel heute, das ja wirklich auf einem ganz guten Niveau stattfindet, wo man gerne zuschaut? Rotieren da bei Ihnen trotzdem die Gedanken, dann immer noch zu schauen, wo man noch Spieler dazu kaufen müsste? Oder können Sie sowas auch ein bisschen genießen heute? Ein Stück weit kann man das heute genießen. Das ist ja unser letzter Test vor Aue. Aber man achtet schon, wie verhält sich die Innenverteidigung, wie ist das Zusammenspiel der Neuen. Und insgesamt, muss ich sagen, waren es ansprechende 45 Minuten. Und vor allem haben die Neuzugänge ja auch die beiden Tore verantwortet. Das werden wir nachher gleich nochmal analysieren. Dirk Schmidt und Thomas Berthold werden das tun. Schauen wir aber nochmal ein bisschen auf das Team, was Sie jetzt zusammengestellt haben. 8 Neue sind es. Es sollen noch 2 Neue dazukommen. Carlos Zambrano für die Innenverteidigung bei St. Pauli momentan der ganz heiß gehandelte Kandidat. Und Sie sind, glaube ich, in einer ziemlich unbequemen Situation. Sie müssen abwarten. Sie haben das Angebot hinterlegt, aber Sie haben noch keine richtigen Meldungen aus St. Pauli, ob es dann wirklich klappt. Ja, das ganze Konstrukt beim Zambrano, beim Carlos ist kompliziert, weil dann nicht nur St. Pauli das einen Anspruch auf den Spieler hat. Aber ich denke, dass wir alle Knoten gelöst haben und auf einem guten Weg sind, dass nächste Woche eine Entscheidung fällt. Sie hatten ja eigentlich für diese Woche eine Entscheidung angesagt. Ist das jetzt einfach nur noch auf St. Paulis Seiten das Problem? Ja, wir haben St. Pauli das Angebot, haben auch ein Zeitfenster gesetzt, wann sie sich äußern müssen. Der Spieler würde gern zu uns kommen, der Berater ist involviert, mit dem Investor sind wir einig. Also insgesamt eine abgerundete Sache, und jetzt liegt es an St. Pauli. Warum aber gerade Carlos Zambrano? Wir haben nochmal eine Szene, da werden Sie jetzt wieder sagen, warum sucht ihr gerade das raus? Natürlich die Spuckattacke gegen Sascha Rösler in der letzten Saison, gegen den Mann von Fortuna Düsseldorf. Und er hat ja auch in den letzten Jahren nicht so viel gespielt bei St. Pauli. Das ist ja schon eine Frage, die dann aufkommt. Warum gerade er? Ja, er ist mit seinen 23 Jahren noch ein relativ junger Spieler, hat noch Perspektive, und mit allen, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt, dass er sich enorm entwickeln kann, dass er absolutes Bundesliga-Qualität hat, und wir glauben an dem Jungen. Dass er nicht gespielt hat in St. Pauli, das war wegen seiner schweren Verletzung geschuldet. Aber letztes Jahr war er schon mit einem Bein in Hoffenheim. Da war es die Verletzung, die ihn zurückgeworfen hat. Also wir glauben an dem Jungen, und wir bauen ja auch eine Mannschaft auf, die nicht über nur diesen Jahr, sondern perspektivisch die nächsten 2, 3, 4 Jahre halten soll. Und wir glauben an seine Entwicklung, deswegen Carlos Zambrano. Wie sieht es mit einem zweiten Stoßstürmer aus, Mittelstürmer, wie sieht da die Situation aus? Gibt es da Namen, die jetzt auch eventuell mal von Ihnen genannt werden können, oder halten Sie weiterhin die Füße still? Wir halten die Füße still, aber wir sind relativ weit, und wir gehen davon aus, dass er nächste Woche zu uns stoßt. Aber ich weiß jetzt schon wieder, was für eine Erwartungshaltung ist. Also wir haben noch ein kleines Budget, das haben wir passend gemacht, dass der Stürmer noch zu uns kommen kann. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert. Es gab ein wunderschönes Bild aus dem Trainingslager in Feldkirchen, wo Sie hinter Armin Fee stehen und ihn von hinten ja fast freundschaftlich umarmen. Ist das wirklich auch nach außen hin nicht nur ein Bild, sondern tatsächlich auch das, was sich momentan zwischen Ihnen auch in der Mannschaft abspielt, ein gutes Gefüge? Ja, muss man sagen. Also das Mannschaftsgefüge ist toll. Wir haben charaktervolle Spieler, und ja, die Zusammenarbeit mit Armin Fee, mit mir und auch mit dem Trainerteam insgesamt, mit der Mannschaft, ist hervorragend. Das sieht man an den Bildern, und das ist auch nicht gespielt. Aber ich glaube, bei dem Bild habe ich ihn beruhigt, dass bald der Innenverteidiger kommt. Okay, dann hoffen wir, dass Sie dann tatsächlich nächste Woche Namen nennen können. Weiterhin viel Erfolg bei der Spielersuche und dann vor allem jetzt schon mal einen guten Start gegen Aue. Danke, dass Sie hier waren, Bruno Hübner. Und wir schauen jetzt, wie gesagt, nochmal auf die ersten 45 Minuten dieses Freundschaftsspiels von Eintracht Frankfurt gegen FC Valencia, und gehen dann direkt in die zweite Hälfte. Dirk Schmidt und Thomas Berthold, bitte. Ja, ich denke, wir haben wirklich ein schönes Spiel gesehen in den ersten 45 Minuten. Das hat richtig Appetit gemacht auf jeden Fall auf die neue Saison. Und was schaut man sich an in der Pause? Man schaut sich nochmal die Tore an. Zunächst das 1:0 in der 19. Spielminute gefallen durch schöne Aktion Aigner. Hier über außen. Inouye, Kopf hoch, spielt den Pass. So schickbar. Und sehr gute Flanke mit Zug. Ocean arbeitet in der Mitte, macht den Raum frei. Und Aigner ist zur Stelle. Super Kopfballtor. Deswegen brauchst du halt einen Stoßschirmer, der in der Mitte auch Platz schafft. Dann, es war eben ein Kombinationsspiel einer ganzen Reihe von 9, und deswegen hört man vielleicht
Der Bruno Hübner, der Sportdirektor, genau, auch so gestrahlt in der Pause, weil das natürlich auch immer ein Zeugnis dessen ist, was man getan hat in der Pause. Das 2:0 war ja ganz kurz danach ein bisschen ein Zufallsprodukt. Das haben wir gar nicht richtig mitbekommen, Dirk, weil Freischuss wurde reingespielt, abgewehrt vom Torhüter und dann angeschossen. Aber da musste eben auch mal stehen als Torjäger. Gerd genau Müller hat viele solche Tore gemacht, da wurde der auch nur angeschossen. Ja. Man hat manchmal gesagt, er war immer angeschossen. Aber ja, das stimmt nicht ganz. Aber es ist sicherlich nicht richtig, weil ich glaube, das wird unangefochten bleiben, die Tore, die Gerd Müller geschossen hat. Wir haben dann das 2:1 in der 26. Minute durch Piatti gesehen. Ja. Das war eine schöne Kombination hier. Sie geht sehr schnell. Ein, zwei Kontakte, zack, zack. Und gut, der Ball ist relativ in die Mitte gespielt, aber aus der Entfernung ist es für den Torhüter schwer, da runterzukommen. War ein bisschen abgefälscht. Aber da habe ich eben gesagt, wenn ein Innenverteidiger rausgeht, muss die Lücke muss geschlossen werden. Du musst so hinten die Mitte zumachen. Das war so ein typisches Tor, wo der Torwart, wenn man ihn böse will, ein bisschen blöd aussieht, weil es eben auf die Mitte war. Das ist richtig, aber das Hauptproblem ist dir, die Abstimmung zwischen den beiden Innenverteidigern, die muss eben harmonieren. Wenn einer rausgeht, gibt es eine Regel, der andere deckt hinten ab und die zweiten Außenverteidiger schließen auch das Loch dann. Ich glaube, für uns der auffälligste Spieler war Inouye in der ersten Hälfte. Und da haben wir auch noch zwei Szenen von ihm. Das schauen wir uns nochmal an. Sehr beweglich. Und man sieht eben, dass er ein guter Fußballer ist. Also er hat, wie gesagt, er hat eben auch diese Gabe. Ball am Fuß, Kopf nach oben. Sucht den Abschluss oder sucht auch den Mitspieler. Und von daher glaube ich schon, dass er von seiner Veranlagung her auf jeden Fall auch in der Bundesliga für Furore sorgen wird. Also er findet auch die Lücke. Heutzutage im Fußball gibt es ja nicht mehr viel Platz für den Pass, der da wirklich die Abwehr schneidet. Und da hat er auf jeden Fall immer die richtige Nase. Und er hat auch die Nase, wann er zum Abschluss kommen muss. Also Richtig. Das war sehr, sehr verheißungsvoll, ohne dass wir nach 45 Minuten jetzt hier schon ein abschließendes Urteil treffen wollen. Und ich glaube, jetzt schauen wir wieder nach unten, denn es geht gleich weiter. Und wir freuen uns auf die zweite Hälfte. Der Inouye ist so wie seine Mannschaftskollegen bereits wieder unten auf dem Platz und freut sich vielleicht auch auf zweite 45 Minuten. Anders im Spiel jetzt in der zweiten Halbzeit. Und Lanić spielt auch defensiv. Also ich glaube, dass Andersen insbesondere die wahrscheinlichere Variante in der Innenverteidigung ist. Vor allem braucht er auch Spielpraxis. Ich meine, die Matchfitness bekommst du auch nur, wenn du spielst. Deswegen ist es wichtig in solchen Spielen, dass du auch dann mal 45 Minuten oder länger auch mal zum Einsatz kommst. Allerdings spielt er interessanterweise jetzt in der Innenverteidigung mit Heiko Butscher und nicht mit Demidov, der rausgegangen ist für ihn. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass er mit Demidov zusammenspielt. Aber man muss natürlich sagen, Demidov hat auch schon die gelbe Karte. Ja. Und wenn es blöd kommt, in so einem Spiel, das sollte man vermeiden. Dann. Und hast du auch mal im Freundschaftsspiel die Möglichkeit, auch mal alle Innenverteidigerpaare mal durchzuspielen. So viele Möglichkeiten hast du auch da. Auch Celozzi ist neu. Auch neu, richtig. Also und jetzt VfB, sehen wir doch noch mal ein paar Spieler. VfB Stuttgart früher. Das ist Bamba Andersen, der hatte ja eine Angina. Und sowieso ein bisschen Rückstand. Und deswegen hat eigentlich Armin Fee gesagt, 20 Minuten gebe ich ihm vielleicht. Jetzt vielleicht doch die ganze zweite Hälfte. Also ich gehe mal davon aus, er wird schon eine Halbzeit, die wird er schon durchstehen. War jetzt auch richtig für Trapp, glaube ich, dass er sich hier zwei, dreimal auszeichnen aber kann. Aber eben siehst du schon auch, wie schnell er unten ist. Also das Potenzial von ihm, er ist sehr dynamisch, kommt schnell runter. Und wie du schon gesagt hast, es war für ihn auch die richtige Entscheidung, nach Frankfurt zu kommen, auch für seine sportliche Entwicklung. Sieht jetzt sehr gebündelt aus. Ja, weil die Spanier verteidigen jetzt recht hoch. Man sieht ja auch, die Viererkette steht kurz hinter der Mittellinie. Da wird das Spielfeld natürlich ein bisschen kleiner. Okay.
hier im Bild Martin Lanić vom 1. FC Köln, ablösefrei gekommen, aber da war er Stammspieler, da hat er 31 Spiele gemacht. Also war für mich auch in der letzten Runde einer der Besseren beim FC Köln, die ein schweres Jahr hinter sich haben. Gute Flanke. Und das ist ja, was ich vorhin ansprach. Wenn einer links durchgeht und flankt, muss rechts auch der Außenspieler mit reingehen, damit eben dann, wie in dem Fall, jemand dann da ist. Ja, ich glaube, dass Armin Fehr eigentlich möchte, dass die, sag mal, Außenverteidiger vom Klassischen her, also Sebastian Jung auf der einen Seite und Schipka auf der anderen Seite und jetzt eben sein Ersatz Stefano Calozzi, dass die weit nach vorne gehen, dass dadurch die Mittelfeldspieler ein bisschen mehr in die Mitte rücken. Und da muss aber irgendeiner natürlich dann da sein. Und das war nicht der Fall. Wobei ich denke, für Calozzi wird es schwer, in die Mannschaft zu kommen, weil Sebastian Jung ist schon einer der Gesetzten. Das ist Lanić, Ocean. Ja, aber so eine Saison ist lang, da kann viel passieren. Und ich meine, er kommt vom VfB. Da hat er natürlich große Konkurrenz auch gehabt. Aber Armin Fee kennt ihn ja aus Stuttgart. Und ich glaube schon, wenn er eine Chance bekommt, würde sie nutzen. War aber doch weit weg vom Kader. Ist richtig, irgendwo bei einer Mannschaft wie dem VfB Stuttgart in der letzten Saison nicht einfach. Ja. Aber hat, glaube ich, zwei Spiele gemacht. Und ist ein Perspektivspieler wie viele im Kader. Und da kann man sich natürlich nach oben auch noch ein bisschen was erwarten. Da ist noch ein Entwicklungspotenzial drin in dieser Mannschaft. Oh, was hat er denn da gepfiffen? In der Regel junge Spieler, deutschsprachige Spieler. Und das kann natürlich auch sein, dass man da einen zusätzlichen Akzent im Sinne des Teambuilding setzen möchte. Ja, auf jeden Fall. Und das ist nicht aus meiner Sicht die schlechteste Idee. Wir haben ja auch im letzten Jahr gesehen, Mannschaften wie Freiburg, auch Augsburg, wo wir alle schon gedacht haben, die sind abgestiegen, die eben auch dann mit relativ unbekannten Spielern, aber über den Teamspirit es geschafft haben, sich in der Bundesliga zu halten. Eine Mannschaft mit Charakter, die Biss hat und die taktisch und auch körperlich gut eingestellt ist, die hat auch eine Chance zu überleben dann. Oh, jetzt wird es gefährlich. Oh, 3-2. Ja. Das haben sie eiskalt ausgespielt. Das haben sie mit Pablo Hernández, mit ihm zum Abschluss gebracht. Ging sehr schnell, das machen sie gut. Sie schalten dann sehr schnell um. Haben natürlich auch sehr schnelle, kleine, bewegliche Spieler. Da siehst du schon ein bisschen auch das Problem, was Frankfurt vielleicht haben könnte, wenn es dann schnell geht in der Defensive. Es sind auch relativ viele Spieler dabei, die groß sind, groß gewachsen und denen das Tempo einfach fehlt. Nein, eigentlich darfst du in der Situation nicht in Unterzahl dahin geraten. Der Fehler war eben, dass Uschipka ist weggerutscht, hat den Ball verloren. Dann laufen die mit Tempo auf die Abwehr zu, da ist es generell schwer. Der Ausgleich in der 51. Spielminute, Torschütze, die Nummer 19, Pablo Hernández. Gegen solche Mannschaften wird eben auch ein kleiner Fehler sofort bestraft. Das ist auch eine Qualität, die so eine Mannschaft mitbringt. Aber die Qualität bringen natürlich in der Bundesliga auch einige Mannschaften mit. Ja. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mal geguckt, gegen wen spielen die Frankfurter zu Beginn der Saison und wollte dann zu dem Ergebnis kommen, ist das jetzt leicht oder schwer. Aber
wie man immer so schön sagt, ich habe festgestellt, eigentlich jedes Spiel ist schwer. Und du findest bei jedem Spiel einen Grund, warum du verlieren also, und warum du auch gewinnen kannst. Man kann generell eins sagen, denke, am Anfang der Saison tut man sich gegen die Großen sowieso einfacher, weil die vielleicht auch noch nicht so eingespielt sind. Ich denke mal, letztes Jahr hatten wir das erste Spiel Bayern gegen Gladbach, gewann Gladbach 1-0. Ja. Da war Bayern auch noch nicht so vom Feintuning eingestellt. Im Laufe der Saison wird es dann schon schwieriger, gegen die Großen zu bestehen. Von daher sollten wir es eben nehmen, wie es kommt. Ja. Aber die Punkte musst du eben zu Hause gegen deine Mitkonkurrenten machen, das ist natürlich ganz klar. Es geht ja los gegen Leverkusen, dann geht es nach Hoffenheim, im Anschluss kommt der HSV, dann die Reise nach Nürnberg und im nächsten Heimspiel, also im dritten Heimspiel, kommt Borussia Dortmund. Ja. Das sind natürlich schöne Namen, die man gerne wieder hier hört. Ja, auf jeden Fall. Und Hamburg ist für mich eine Mannschaft, da kann man auch was machen. Die haben auch große Probleme gehabt im letzten Jahr. Aber finden also mal ihre Form zurzeit auch noch nicht so. Das sucht man ja auch noch nach Spielern. Von daher ist der HSV für mich auch eine Mannschaft, wo der Eintracht punkten kann. Hoffenheim, ja, auswärts. Müssen wir mal abwarten. Leverkusen sind nicht schwer. Leverkusen ist ein schwerer Startgegner, glaube ich wohl. Mannschaft auf jeden Fall. Nürnberg ist auch eine Mannschaft, wenn du einen guten Tag hast, wo du was machen kannst. Also von daher sollte man eigentlich das von Spiel zu Spiel sehen. So, jetzt wird es wieder gefährlich, weil das sind so Situationen, ist alles offen. Ist natürlich nicht ungefährlich, ne? Nee. Die Frankfurter versuchen recht viel Druck zu machen, nach vorne zu spielen. Die Staffelung muss nur stimmen, Dirk. Wenn du zu sehr nach vorne ausgerichtet bist, dann verlierst du den Ball dann. Und der Gegner hat die Möglichkeit, komplett auf die Abwehrreihe draufzulaufen, dann ist es generell gefährlich. Da musst du schon eine Staffelung haben. Du brauchst dann im Mittelfeld die Spieler, gerade die auf der 6 spielen, zum Beispiel, dann auch wissen, dass sie bei Ballverlust in den Raum müssen, wo es eben gefährlich ist, weil wenn da keiner ist und keiner präsent ist, dann hat der Gegner immer leichtes Spiel. Und sie, Valencia hat eben auch viele gute Einzelfußballer in ihren Reihen, die mit dem Ball am Fuß sehr gefährlich sind. Also da musst du schon auch am Mann dran sein, dass die ihm nicht so viel Raum geben. Ganz links läuft die Nui, gut gesehen von Ocean. Das ist eigentlich eine gute Freischussposition von da. So fast in der Mitte. 25 Meter. Halber Meter hat er gefehlt. Deswegen sage ich mal, wenn du da ein paar gute Schützen hast, es gibt ja immer wieder Situationen im Spiel, wo du Freischüsse eben hast oder auch mal provozieren kannst, da kannst du schon was draus machen dann im Laufe der Saison. Im ersten Spiel gegen Leverkusen dürfen ja leider nur die Dauerkarteninhaber ins Stadion, ja, plus ein paar Gäste. Da finde ich das Strafmaß auch etwas übertrieben, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also, es ist halt schwierig. Es werden halt Leute bestraft, die eigentlich nichts damit zu tun haben, aber ich glaube, es drückt auch so ein bisschen die Hilflosigkeit aus.
wie man der Probleme Herr wird. Die ja, von einigen wenigen Chaoten halt provoziert werden, aber den Fußball insgesamt doch treffen und schädigen. Das sehe ich genauso. Und ich glaube, es ist zumindest ein Anfang gemacht, weil man doch spürt, dass das Problembewusstsein bei allen Beteiligten inzwischen vorhanden ist. Und das ist mal die erste Voraussetzung. Also ich habe das Gefühl, dass in der Halbzeit ein bisschen die Ordnung rausgenommen ist jetzt aus dem Spiel. Es kamen ein paar Wechsel auch. Man sieht eben, dass Pauter wieder eine gewisse Zeit, bis die Abstimmung stimmt. Aber du hast vollkommen recht, ja, es ist ein bisschen Luft raus jetzt. Valencia geht jetzt auch früher drauf. Wie schon gesagt, sie stehen relativ hoch in der Viererkette hinten. Man sieht eben, dass alle Spieler bei denen auch technisch gut ausgebildet sind. Also die haben alle kein Problem mit dem Ball am Fuß. Also die Frankfurter laufen jetzt doch deutlich mehr hinterher. Allerdings spricht für mich jetzt nach dem Gesehenen noch mehr dafür, dass die wir zum Start gesehen haben, auch die sind, die, ja, davon gehe ich auch aus, wenn es ernst wird, die erste Wahl sind. Andersen wird noch eine Zeit brauchen auch, bis er topfit ist. Kann durchaus sein, dass er wahrscheinlich die ersten zwei, drei Spiele nicht von Anfang an dabei ist. Der Kapitän Pirmin Schwegler, für mich auch auffällig, fordert den Ball. Er ist ein wichtiger Spieler für diese Mannschaft. Er ist Schweizer Nationalspieler, hat internationale Erfahrung. Hat sich auch zum Verein bekannt, auch in der zweiten Liga. Ganz gewitzt da. Ja, ist gefährlich. Vieira, der kleine Mann. In der Offensivabteilung. Die Spanier haben wirklich gute, junge, interessante Spieler in ihren Reihen. Der FC Valencia hat ja in der Historie immer wieder auch Top-Spieler produziert oder dafür viel Geld weiterverkauft an die großen Vereine. Also sie müssen da auch im Nachwuchsbereich einen guten Job machen. Haben ja auch zwei recht gute Spieler von Real Madrid geholt. Sergio Canales und Fernando Gago. Genau. Für 7,5 bzw. 3,5 Millionen. Allerdings Canales ist längerfristig erst nochmal verletzt. Und Gago sitzt noch auf der Bank. Genau. Schauen wir uns noch mal an. Da hat die ganze Abstimmung nicht gestimmt hinten.
Er hatte unheimlich viel Platz, den er in der zentralen Position nicht haben darf. Das ist normalerweise im Pflichtspiel nicht so oft. Sah ein bisschen nach Abseits aus. Aber Aigner setzt sich da auch sehr gut durch. Hier außen, ganz hervorragend. Das zweite Mal schon. Er hat sich ja schon bei seinem Tor schön durchgewühlt, der Aigner. Und auch jetzt wieder, also der scheut da keinen Zweikampf. Auch in der oberen Etage. Das ist richtig. Und Olivier Ocean wurde ja kritisiert in der Vorbereitung schon, dass er nicht trifft. Jetzt, in dem entscheidenden Test, trifft er gleich zweimal. Das ist immer so im Fußball. Du musst halt dann da sein, wenn es zählt, weißt du? Oh! War natürlich ein bisschen aus abseits verdächtiger Position, dieser Treffer von Olivier Ocean. Gucken wir mal. Nee. Also ich denke auch, es war kein Abseits. Wir sehen es ja von hier oben besser als alle anderen. Ja, natürlich. Aber ist auch immer schwer zu entscheiden, muss man sagen. Also ja. Wenn man jetzt... Wobei man sagen muss, bei der EM hat sich schon gezeigt, dass einfach der Videobeweis oder der Fernsehbeweis muss eingeführt werden. Weil, ja, zumindest was das Tor angeht. Weil doch wieder Fehler gemacht werden in entscheidenden Phasen bei Torabschlüssen, Abseitspositionen, die zu Toren führen können. Auch teilweise Aktionen, wo ein Spieler allein aufs Tor lief, gefoult wurde, nur gelb bekam. Also ich glaube, die FIFA ist da hier gut beraten, dass sie diesen Schritt jetzt vollziehen. Rudelbildung draußen. Aber nichts Böses. Ich glaube, die dürfen jetzt alle mitspielen. Ja, sieht so aus. Und damit geht natürlich in solchem Spiel die Ordnung verloren. Aber ich glaube, dass es... Ja, oder die Spieler wissen ja im Endeffekt auf ihrer Position, was sie zu machen haben. Ja, und außerdem glaube ich, ist es auch wichtig für so eine Truppe, dass du, wenn du draußen sitzt, auch noch im entscheidenden Testspiel vor der Saison dazugehörst und eingewechselt wirst. Weil genau. Das einfach auch so gut für die Stimmung, der für Truppe die Stimmung ganz wichtig ist, glaube ich. Weil wenn hier einige Wechsel stattfinden und du gehörst nicht dazu, da weißt du natürlich, was Sache ist. Ich glaube, das sind 6 Spieler, die dort unten stehen. Zum Wechsel bereit. Eigentlich alle, die da saßen. Ich sehe Jack Paar. Ich sehe Matt Moore. Sonny Kittel ist dabei. Auch Erwin Hoffer und Benjamin Köhler. Also alles, was auf der Bank saß. Bis auf Oka Nikolov. Darf rein. Sogar der 17-jährige Marc-Oliver Kempf mit der Nummer 36 aus dem eigenen Nachwuchs. Also jetzt darf jeder noch mal zeigen, was er kann. Und hier gehen jetzt raus der Olivier Ocean, Pirmin Schwegau. Die machen eigentlich alle einen ganz zufriedenen Eindruck, als sie sich da an der Bank abklatschen. Aha, und da muss man natürlich aufpassen, dass man den Durchblick behält. Und das Ganze am besten noch mit Sonnenschutz, weil das Wetter ist ja auch nicht schlecht hier. Das stimmt, das passt alles heute. Also, jetzt dürfen alle mitmachen, nur einer darf nicht mehr mitspielen. Das tut mir irgendwie nach so langer Zeit. Doch, weder Oka Nikolov sitzt immer noch auf der Bank. Ja gut, aber Eintracht ohne Nikolov kann es mir gar nicht vorstellen. Ich gehe mal davon aus, dass Kevin Trapp die Saison starten wird. Da sitzt das. Und die Torposition ist speziell, da musst du auch als Trainer dich irgendwann bekennen, mal zu Nummer 1. Es war ja überall eine Äußerung jetzt auch zu lesen von Armin Fee und auch zu hören von ihm, dass er auch eine Rotation nicht ausschließt. Das kann man schlecht vorstellen. Das ist also das Armin Fee beim Torwart rotiert. Scherzabteilung. Ja, wahrscheinlich. War das was für die Journalisten? Das war die erste Aktion von Erwin Hoffer, den man wieder ausgeliehen hat vom SSC Neapel. Sicherlich
Ergänzungsspieler oder mehr, Thomas Berthold? Ja, wenn er 4-2-3-1 spielt, dann mit dem Stoßstürmer ist er bestimmt nur eine Ergänzung, weil er ist kein Stoßstürmer. Er ist eher ein Spielertyp, der eigentlich eine erste Spitze neben sich braucht. Aber alleine vorne fehlt ihm einfach auch die körperliche Präsenz, die Durchschlagskraft. Das ist Erwin Hoffer hier, der Österreicher. Zwei Trainingslager hat ja Eintracht Frankfurt vor der Saison in Österreich absolviert, aber ich glaube, das hat mit Erwin Hoffer nichts zu tun. Nee, da ist es ja auch schön im Sommer. Und vorher hast du auch mal andere Mannschaften da zum Testen. Alex Meyer hier, der einzige auf dem Feld, der durchspielt bisher. Valencia sehr konstant, nur er, Porto, neu in die Mannschaft gekommen. Für Vieira, von dem wir einiges gesehen haben. Ja, ein guter Spieler. Ist natürlich jetzt ein Vorteil, ne? Wenn du konstant durchspielst in so einem Spiel. Klar. Dann hast du... Wobei wir beide natürlich nicht wissen, Dirk, wer eigentlich von der Stammformation wirklich fehlt. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, es fehlen schon einige. Also der namhafte, sicherlich Soldado. Richtig, ne? Ja. Der ist gar nicht dabei heute. Der ist nicht mal auf der Bank, ist verletzt, angabegemäß. 17 Mal hat er in der letzten Saison getroffen, also der weiß, wo es Tor steht. Top-Torjäger gewesen bei Valencia. Und auch von den beiden Neuzugängen aus Madrid, also von Gago und von, wen haben wir noch? Den zweiten Namen habe ich jetzt vergessen. Canales, also von denen erwarten sie wahrscheinlich auch viel. Wurde ja auch recht viel Geld ausgegeben, 7,5 Millionen ja. Für Canales, 3,5 Millionen für Gago. Aber ich meine, es sind natürlich auch insbesondere Canales mit 21 Jahren. Junge Spieler, da kannst du was draus machen. Ja, und junge Spieler. Jetzt schauen wir mal, was. Ich sag mal, eine Position für Linksfuß, von da. Macht, aber ich glaube, das ist ein Rechtsfuß. Ja. Pablo Hernandez, der aber vorhin zum Ausgleich getroffen hat. Minuten gespielt. Ja, und 5 Tore bisher. Ich meine, das ist ein schöner Fußballnachmittag, ganz ehrlich. Macht Spaß. Oh, da hat sich einer wehgetan. Wem gehört das Knie? Und Hoffer mit der Chance zur Ergebnisverbesserung. Der Tor auch sehr lange gewartet, hat gut gemacht. Wird auch eng dann, ne? Ja. Kommt der Torwart auf dich zu von der Seite, der Verteidiger? Sieht immer so einfach aus vor dem Bildschirm, aber wenn man unten steht, dann weiß man auch, dass es doch recht schwierig ist, wenn man auch noch einen guten Tor hinten drin hat. Aber das ist doch das Schöne am Fußball, dass es so einfach aussieht und jeder meint, wir können es. Und es gibt Heerscharen von Menschen, die wegen einer Knieverletzung angeblich die große Karriere nicht gepackt haben. Schön gespielt und aber auch gut aufgepasst. Gut aufgepasst, ja. Also Kevin Trapp spielt gut mit.
Das war jetzt Chuck Parr drüben auf der Außenbahn. Eigentlich ein hochtalentierter Spieler. Aber immer wieder... Er hat in der Defensive natürlich immer nur den einen oder anderen Aussetzer gehabt. Mit Problemen, in den letzten Jahren. Auch in Leverkusen. Und wenn er hinten in der Abwehr spielt, in Viererkette, musst du natürlich schon auch gewisse Dinge verinnerlichen. Du darfst nicht so viele Fehler machen, weil das sind gefährliche Positionen. Wenn da die Spieler immer durchstoßen vom Gegner, dann brennt es natürlich. Das heißt, du brauchst auch verlässliche Spieler, die vor allem defensiv wissen, was sie zu machen haben. Ja, und Disziplin eigentlich in allen Bereichen. Ja. Ne? Taktische Disziplin. Aber es ist auch nicht gut, wenn der Spieler sich immer am Rande des Feldverweises bewegt. Porto gewesen. Ja, ich muss mal aufpassen. Jetzt wird es gefährlich. Schön. Man muss erst mal die Lücke finden. Den Ball da so reinzuschneiden. Ja. Das machen die Spanier gut. Das ist sofort den Pass auch nach vorne so in die Schnittstellen reinspielen. Hoffmann macht eigentlich einen beweglichen Eindruck da vorne. Chuck Parr, schön. Ein bisschen zu weit. Alex Meyer, der hat ja eigentlich eine richtig gute Bilanz. Mittlerweile knapp 250 Pflichtspiele für die Eintracht gemacht. Also ein richtig alter Hase. Und 68 Treffer erzielt. Also eigentlich ständig torgefährlich. Für einen Mittelfeldspieler ist das eine gute Quote. Er hat ja meist doch wirklich im offensiven Mittelfeld. Ja, auch letztes gespielt. Jahr war er sehr erfolgreich, muss man ja sagen. War er eigentlich Garant des Aufstiegs. Ja. 17 Tore gemacht. Entscheidende Tore gemacht. Das muss man nur mal sehen, in der ersten Liga ist alles ein bisschen schneller, ein bisschen härter, hat man andere Gegenspieler. Wie er sich da durchsetzt, weil das war das Problem von der Eintracht in vielen Jahren, dass man so Spieler hatte, die in der zweiten Liga viel zu gut dafür waren eigentlich, aber in der ersten Liga doch wieder Probleme hatten dann auch. Wieder Erwin Hoffer. Also Piatti macht auch ein gutes Spiel, ist immer anspielbar, der Elfer von Valencia. Schön, der hat jetzt viel zu viel Platz ja, da. Das stimmt. Der darf nie so frei sein. Und nutzt es auch. Also das sind Dinge, die werden halt bestraft dann. Ne? Ja. Generell gilt der eigentlich so 30 Meter vom Tor, darf ein Gegenspieler keinen Platz mehr haben. Der steht ja fast im Strafraum frei. Und das wird normalerweise bestraft. Der hatte um sich rum eben bestimmt einen Kreis von 10 Metern. Das war eben durch das Durchgewechsel jetzt natürlich, sieht man auch, dass die Abstimmung da nicht mehr so stimmt. Jetzt fangen die Spanier auch an zu wechseln. Oh. Da kommt Feguli. Alcacer und Quintanilla. Wechsel bei den Gästen aus Valencia. Das ist die Nummer 4, Adil Mami, die Nummer 6, Javi Albeda, die
Sieht aber alles sehr jung aus, was da auf den Platz kommt. Und dafür kommt die Nummer 8, Sophia Figueroa. Nummer 27, Francisco Alcacer. Die Nummer 29, Alex Cortina. Also wenn wir mal uns Gedanken darüber machen, wie Fee beginnen wird, ja, wenn es ernst wird, dann würde ich sagen, die Torhüterfrage ist geklärt. Würde ich auch sagen. Kevin Trapp ja, wird spielen. Dann haben wir noch die Fragezeichen eigentlich in der Innenverteidigung. Richtig. Da hat er keine Alternativen meines Erachtens momentan zu Butcher und zu Demidov, weil Anderson dürfte noch nicht fit sein. Ja, der braucht auf jeden Fall noch ein paar Spiele. Und ansonsten denke ich, die Truppe auch, die heute begonnen hat. Ja. Ich gehe auch davon aus, dass je nachdem, wie gesagt, wenn Zambrano geholt werden sollte, ist natürlich auch Zambrano auf jeden Fall ein Kandidat für die erste Elf, weil ich glaube nicht, dass er nach Frankfurt kommt, um hier sich auf die Bank zu setzen. Kennst du Zambrano? Besser hast du schon spielen ja, sehen? Besser öfter. Nicht, aber ich meine, er war ja auf Schalke und hat eigentlich in St. Pauli auch immer ordentlich gespielt. Ist bestimmt ein Spieler mit Potenzial. Hat aber verletzungsbedingt relativ wenig Spiele gemacht. Hat er ne? Probleme gehabt. Teilweise auch ein bisschen undiszipliniert gewesen. Willst du ihn holen? Wenn du ihn kriegen kannst. Die Frage ist immer noch, was hast du für Optionen jetzt? Ist ja auch alles eine Geldfrage am Ende des Tages. Und was im Sturm noch passiert, das lassen wir uns überraschen. Weil das ist natürlich auch mit Ocean und Hoffe hat man jetzt ist dünn. Zwei Stürmer. Das ist von der Bundesliga-Saison natürlich wenig. Eigentlich brauchst du noch zwei Stürmer, ne? Ja, also einen mindestens. Weil sag mal, Rob Flint, den traut ja offensichtlich keiner mehr. Ja, gut, ist gar nicht im Kader heute. Man will ihn ja abgeben. Nur die Frage wird eben auch sein, ob du da auch einen Abnehmer findest. Wird auch schwierig werden jetzt. Scheint nein, ne? Ja. Was ein Spieler noch relativ langen Vertrag hat, der auch wieder Geld bindet. Also im Grunde genommen hast du mit Ocean und Erwin Hoffer zwei gute Stürmer, wollte ich gerade sagen, und er macht das. Ja. Erwin Hoffer, die kannst du in der Bundesliga bringen. 4-2. Ich glaube, damit kann man sehr zufrieden sein. Auf jeden Fall. Er ist auch schön mitgelaufen. Er ist durchgelaufen. Das muss auch ein Stürmer. Weil wenn der Ball durchgeht, musst du dann da sein. Wir sehen das nochmal in der Zeitlupe jetzt. Tor für Eintracht Frankfurt. 81. Spielminute. Schneller, schöner Angriff. Abgeschlossen von unserer Nummer 10. Jimmy! Damit haben wir einen neuen Spielstand. Eintracht Frankfurt. Valencia. Also der Test ist geglückt, danke, meines Erachtens. Ja? Aber wir waren beim Sturm stehen geblieben. Da hast du Ocean, hast du Hoffer. Ja. Aber eigentlich brauchst du vier Stürmer. Gut, vier Stürmer ist natürlich ideal, aber... hast mit Meier vielleicht noch einen, der nachrücken kann? Meier ist ein offensiver Mittelfeldspieler. Aber für eine Bundesliga-Saison brauchst du eigentlich schon drei Stürmer in deinem Kader. Ja, und hinten ist, denke ich, die Baustelle offensichtlich auch. Aber da erzählen wir ja auch nichts Neues. Das ist ja, nee, das da ist man ja bemüht, alles was bekannt, richtig. Da ist man ja bemüht, was zu tun. Die Entscheidung, Gordon Schildenfeld abzugeben? Ja, die richtig. War richtig, auf jeden Fall. Also... Trotz der Tatsache, dass er für Kroatien die EM gespielt hat, aus deiner Sicht keine Perspektive für die Bundesliga. Nee. Weil er einfach zu langsam ist, auch für die Bundesliga, meiner Meinung nach. Hat er schon in der zweiten Liga Probleme gehabt? Haben ja viele in der zweiten Liga auch bereits kritisiert. Und jetzt muss man eigentlich sagen, er hat zum Aufstieg beigetragen und er hat noch Geld gebracht beim Wechsel. Was will man ja, mehr? Ja gut, klar, wenn du eine EM hast noch und hast einen Spieler, der dabei ist, ist das immer ein guter, nochmal eine gute Möglichkeit, nochmal im Markt dann jemanden zu positionieren.
Schön gespielt. Aber entscheidend wird sein, wie die in die Saison reinkommen. Das fängt nächstes Wochenende an gegen Aue, wenn es zählt. Weil in der Vergangenheit, ich meine, das habe ich als Spieler auch erlebt. Ja. Man hat gute Vorbereitung gemacht, schlechte Vorbereitung gemacht, aber der Tag ist immer was anderes. Zählt alles nichts, wenn es losgeht. Weil dann geht es um die Wurst. Von daher ist das dann alles wieder Makulatur. Also Aue bestimmt kein leichter Gegner. Nee, das ist eine unangenehme Mannschaft. Da kannst du eigentlich nur verlieren. Ja, ja, richtig. Wenn du gewinnst, dann hat es jeder erwartet. Die werden tief verteidigen, die werden hart im Zweikampf zur Sache gehen. Und der Pokal hat eh seine eigenen Gesetze. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen, was es da für Überraschungen gab. Wobei man sagen muss, die Mannschaft macht einen guten Eindruck. Ja. Scheint eine gute Vorbereitung gehabt zu haben und eigentlich von der Qualität her sicher muss man im DFB-Pokal eine Runde weiterkommen. Und es scheint auch so, als sei das Team wirklich für die Bundesliga gerüstet. Ja, da muss auch der Anschluss sein, weil im DFB-Pokal wird Geld verdient, Dirk. Also wenn du da, sagen wir mal, Runde für Runde weiterkommst, vielleicht auch mal das Glück hast, zu Hause gehen und gegen, sagen wir mal, einen von den Großen zu spielen, volles Stadion. Das sind Einnahmen, die sollte man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Das sind auch so Aktionen, finde ich, muss das Spiel laufen lassen, oder? Ja. Nur so kleine Fives und da war keine Absicht dabei. War ja auch kein, hat auch nicht wehgetan, nee. Sagen wir so. Benny Köhler, was traust du ihm zu noch in der nächsten Saison? Ich glaube eher, dass er eher Ergänzungsspieler sein wird. Ist ja mittlerweile auch 32, viele Jahre hier schon in Frankfurt. War abseits. Ihr seht das schön, zwei Spieler im Abseits. Hilft uns die Zeitlupe wieder. Also ich denke, wer heute zufällig mal im Stadion war, weil ihm einer eine Karte geschenkt hat, der hat Spaß gehabt. Ja. Und der sagt, das war ein Appetithäppchen, ne? Auf jeden Fall. Also ich sage, wenn überhaupt einem eine Tatsache Sorge macht, dann in der Tat die Abwehr. Er, Olivier Ocean und auch Inouye, sein Mannschaftskollege hier bei dem Bild, haben mit der Offensive eigentlich Gutes gezeigt, hat Spaß gemacht, aber hinten drin. Und eigentlich wären Fußballspiele ja doch hinten gewonnen, ne? Ja, leider, Dirk, es ist immer so. Du gewinnst, nur wenn du hinten stehst. Hat die eben auch wieder gezeigt im Sommer. Ja, fassen wir mal zusammen. Hinten der Torhüter. Note von Thomas. Macht einen sehr guten Eindruck. Spielt mit. Hat ein sehr gutes Stellungsspiel. Ist sehr dynamisch auf der Linie. Und die Abwehr?
Ja, wie du schon gesagt hast, Dirk, ist das natürlich ein Thema, wo man mal gucken muss, was vielleicht noch passiert auf dem Transfermarkt. Da muss ich dann einen Viererblock finden. Denn das wird der Schlüssel sein, auch für den Erfolg, wenn du hinten einen Block hast, der steht, der eingespielt ist, der wenig zulässt. Wobei natürlich immer die, sagen wir, das ganze Defensivverhalten ja im Mittelfeld auch schon anfängt. Also muss das schon auch beim Umschalten, das ist das Entscheidende. Ballgewinn, Ballverlust. Oh, hat er schlecht mitgenommen jetzt. Mittelfeld mit Inouye, auf jeden Fall ist da mal ein Spieler da, jetzt den Kopf hoch nimmt, der den Ball in die Schnittstelle spielen kann. Also ich glaube schon, dass er seinen Weg hier machen wird. Das ist eine sehr gute Verstärkung. Vorne haben wir wenig Optionen. Da kannst du nur hoffen, dass die gesund bleiben alle. Vielleicht passiert ja auch noch was dann bis zum 31.8. Denn mit zwei Stürmern ist es recht dünn für eine ganze Bundesliga-Saison. Olivier Bundesliga tauglich? Dirk, das sollte man ihm jetzt die Chance geben einfach mal. Ich meine, der spielt das erste Jahr in der Bundesliga. Das wird sich zeigen. Die meisten Positionen sind eigentlich doppelt besetzt. Ja. Das ist schon mal ganz gut. Richtig. Auch für den Trainer wichtig, dass er da rotieren kann im Notfall. Dann hat man hier deutsche Spieler, also auch oder deutschsprachige Spieler. Es gibt da kein Verständigungsproblem. Und wenn man über den Teamspirit kommt, dann kann man, das hat auch dieses Jahr oder letztes Jahr die Saison gezeigt, wie in Freiburg gesehen oder auch in Augsburg gesehen, da kann man auch in der Bundesliga bestehen dann. Tja, und das war's. Eintracht Frankfurt schlägt Valencia verdient mit 4:2. Ja. Hat wirklich gezeigt, dass die Mannschaft viel gearbeitet hat in der Vorbereitung und dass sie eigentlich gerüstet ist für das, was da kommt. Der Test ist gelungen gewesen. Nächste Woche geht's los. Wir drücken der Mannschaft die Daumen für eine gute Bundesliga-Saison. Und ich glaube auch, dass die hier, die Fans, sich mächtig freuen. Die waren auch zufrieden, auf das, genau, was da kommt. Und ganz ehrlich, man hat ja immer so ein bisschen eine Unsicherheit, wenn so eine Saison startet. Aber ich glaube, ein Stück weit wurde die heute genommen. Ja, gut, es ist ein Testspiel gewesen gegen einen guten Gegner. Das Spiel hat einen hohen Stellenwert, meiner Meinung nach. Und jetzt gilt es eben, das umzusetzen und gut in die Saison reinzukommen, weil du weißt eben, Dirk, das ist in jedem Jahr das Gleiche. Du musst halt gucken, dass du eben die ersten 5, 6 Spiele punktest, damit die Stimmung gut ist in der Mannschaft, im Umfeld. Und dann hoffen wir mal, dass die Eintracht dieses Jahr ohne Sorgen durch die Saison kommt und vor allem drei Mannschaften hinter sich lässt. Zweimal Ocean, einmal Aigner Torschützen im heutigen Spiel. Also die wissen auch, wo der Ball rein muss. Ja, ist immer gut auch zu wissen, dass du im Mittelfeld auch torgefällige Spieler hast, die auch ein Tor schießen können. Auch Inouye hier im Bild. Ich glaube, der hat viele Akzente gesetzt in der ersten Hälfte. Ocean hat viel gearbeitet im Angriff. Also keiner, der nur vorne steht und wartet, was kommt. Das Stadion haben wir eben im Großen gesehen. Natürlich sowieso absolut erstligareif. Kevin Trapp hatte ein paar ganz gute Aktionen für mich. Er spielt gut mit. Ja. Ist kein Torhüter, der nur auf der Linie steht. Er ist auch schnell auf der Linie, schnell runter. Also man sieht schon, was für ein Potenzial er hat. Er hat ja auch einen guten Powertrainer mit Mobis Petz. Also ich glaube, der Junge wird seinen Weg hier auch machen. Ja, und Sie freuen sich jetzt, dass am übernächsten Wochenende, Samstag, geht's los wieder. Es gegen Bayer Leverkusen hier in der Bundesliga los geht. Kevin Trapp braucht sicherlich ein paar Spiele, bis er die Herzen der Fans erobert. Weil ich glaube, ein bisschen gehören die natürlich noch Oka Nikolov. Da hat er eben einfach einen Torhüter neben sich, der über knapp 20 Jahre hier regiert hat. Und das muss erstmal aufgeholt werden. Aber ich denke, er ist eine gute Verpflichtung. Und er kann seinen Weg hier auf jeden Fall in Frankfurt machen. Das ist richtig. Waren sind die Spieler froh nach der langen Pause, dass es jetzt wieder losgeht? Weil ich meine, ich weiß auch, wie das war früher. Ja, die Trainiererei und Freundschaftsspielerei, das ist alles schön und gut, aber irgendwann willst du eben auch mal man wieder will einfach, dass es losgeht. Spielen, wo es um was geht und sich messen mit den anderen. Da
Aber ich glaube, dass so ein Freundschaftsspiel wie das eben schon ein bisschen den Adrenalinspiegel steigern lässt, weil ich will natürlich wissen, gehöre ich zur ersten Elf oder nicht? Und ein paar haben heute das gezeigt auf jeden bekommen, Fall, dass sie dazu das gehören. Klar, die Spieler wissen schon jetzt, dass zwei Wochen vor Beginn und beziehungsweise eine Woche vor Pokalbeginn, dass hier schon Entscheidungen auch fallen. Okay, ich denke, das war's von hier. Wir verabschieden uns. Und Markus Philipp wird für Sie jetzt die Highlights dieses Spiels präsentieren. Ja, Dirk, hat Spaß gemacht. Ja, meine Damen und Herren, und zu uns kommt jetzt gerade, ja komm, reich rein hier, Pirmin Schwegler. Erstmal herzlich willkommen hier bei uns und ich glaube, Glückwunsch zu einem attraktiven Spiel mit einem ganz netten Ergebnis. Wie ist Ihre Einschätzung? Ja, sehe ich ähnlich. Also es war ein Spiel natürlich nicht mit der letzten Kraft vom Gegner. Das hat man, glaube ich, auch gesehen, aber trotzdem phasenweise von uns gute Aktion nach vorne. Und ja, schon einige Sachen, was wir antrainiert haben, haben wir heute gesehen. Wissen aber, dass wir das auch in den nächsten Wochen abrufen müssen und da vielleicht auch ein bisschen mehr Gegenwehr kommt. Ja, dann schauen wir uns doch vielleicht anhand des Spiels mal an, was noch zu verbessern ist und vor allem aber auch, was gut war. Erstmal in der zweiten Hälfte der Gegentreffer zum 2:2 von Pablo Hernandez. Ja, da ist die linke Abwehrseite ein bisschen frei, ne? Ja, ich glaube, das war ein blöder Ballverlust in der Mitte und dann lassen wir uns ein bisschen auskontern, stehen dann hinten nicht geordnet. Und dann sieht man natürlich, dass nach vorne auch Qualität da ist beim Champions League-Teilnehmer. Und das müssen wir natürlich abstellen, die kleinen Fehler, weil das wird auch jetzt wieder in der ersten Liga leider ausgenutzt. Und das müssen wir einfach abschalten und da noch weniger zulassen. Aber es kam dann ja eine Reaktion 11 Minuten später in der 62. Minute nach wieder einem schönen Zusammenspiel, woran Sie beteiligt waren. War das eine einstudierte Freistoßsituation? Ja, wir haben das sicherlich eingeübt, das Einlaufen von außen. So wollen wir eigentlich unser Spiel aufziehen. Und da hat es ganz gut geklappt. Richtig einstudiert war es nicht, aber der Laufweg war eigentlich schon da. Ja, also Stefan Aigner nach ihrem Freistoß dann auf Olivier Ocean zum 3:2. Und dann Erwin Hoffer, nachdem er ein, zwei sehr gute Chancen dann ausgelassen hat, trifft er dann am Ende eben doch in der 81. Minute zum 4:2. Von Stefano Celocci wird das Ganze vorbereitet. Auf der rechten Seite eingeleitet von Benjamin Köhler hier erst einmal. Ja, da zeigt sich, dass offensiv doch einiges an Potenzial da ist, ne? Ja, sehe ich ähnlich und es ist wirklich auf jeden Verlass. Wir haben ein breites Kader und auch die Neuen haben sich schnell integriert. Und nach vorne haben wir sicherlich große Qualität und wollen einfach auch mutig spielen. Das haben wir vor der Saison ausgegeben, dass wir uns in der ersten Liga nicht verstecken wollen. Ich glaube, das wollen die Zuschauer hier auch sehen in Frankfurt. Natürlich, ja, ich hoffe es nicht, dass es nach hinten losgeht, aber manchmal kriegen wir vielleicht auch eins aufs Dach. Aber wir wollen einfach immer wieder zurückschlagen, wollen mutig auftreten und da einfach auch unsere Akzente setzen. Was passiert jetzt noch in der nächsten Woche vor dem ersten Pflichtspiel am Sonntag gegen Aue, bei Aue, bei Erzgebirge Aue? Ja, nochmal Luft holen, alle Kraft sammeln. Weil wir wissen auch, dass es in Aue ein schweres Spiel wird und da müssen wir alles abrufen, was in uns steckt. Denn sonst kommt da eine böse Überraschung und das will keiner. Wir wollen eine Runde weiterkommen und deswegen liegt die Konzentration heute schon bei Aue. Und für dieses Spiel werden wir alles unternehmen. Dann wünschen wir Ihnen weiterhin eine gute Vorbereitung und alles Gute für das erste Pflichtspiel. Vielen Dank, Sie da waren, Pirmin Schwegler. Und genau über dieses Match werden wir uns natürlich dann auch am Montag in einer Woche, am 20. August, ausführlich im Studio unterhalten. Das ist unsere nächste Sportsendung hier am hr-Fernsehen. Heimspiel um 22.45 Uhr. Das war's für heute von hier. Heimspiel extra aus Frankfurt. Ihnen noch einen schönen Nachmittag hier im hr-Fernsehen. Geht's weiter mit Hessen-Tipp. Lassen Sie es gut gehen. Tschüss. Uhr 45.
Jetzt im Hessentipp. Die Polizei-Oldtimer beim Sommerfest in Marburg. Die Erdmännchen im Vogelpark Herborn. Und Luftschlossbau im Waldkunstpfad Darmstadt. Und einen schönen guten Abend zu einem heute sehr goldigen Hessentipp. In der Tat, wir baden heute richtig in Gold. Allein da unten führt eine Goldspur entlang. Gut, die sehen Sie vielleicht jetzt nicht so, aber doch, die führt da lang, die Goldspur, rund um den Eisenberg. Und genau auf dieser Goldspur gehen wir heute mit Ihnen spazieren oder wandern, ganz wie Sie wollen. Und Sie erfahren ganz viel über Gold und dessen Abbau. Der Eisenberg ist eigentlich heute noch Deutschlands goldreichster Berg. 500 Jahre haben die Menschen hier unter Tage gewühlt und gewühlt und Gold gefördert. Und da kamen so ungefähr 1,5 Tonnen zusammen. Wer weiß, wie viel heute noch unter diesem Berg liegt. Aber es gibt jemanden, der das ziemlich gut weiß. Das ist Friedrich Bachmann, der Goldbeauftragte von Korbach. Mit ihm sind wir heute unterwegs. Haben Sie denn, Herr Bachmann, eine, sagen wir mal, ausgewogene persönliche Beziehung zum Gold? Beziehung zum Gold habe ich erst gefunden, als ich nach Goldhausen gezogen bin und habe mich darüber informiert und unter welchen Bedingungen im Mittelalter das Gold abgebaut worden ist. Und das hat mich fasziniert. Also es ist nicht so, dass Sie jetzt sagen, oh Gold will ich unbedingt haben, ich sammle jede Feinunze. Nein. Nee, so nicht. Ich verstehe es nicht, warum, was die Leute so am Gold finden, aber ich bin nicht der Typ, der unbedingt Gold, das ist für mich ein Mineral wie Eisen, Silber, Kupfer. Ich habe gesagt, 1,5 Tonnen etwa wurden hier schon gefördert im Laufe der letzten Jahrhunderte. Wie viel Gold liegt denn noch im Berg? Man schätzt noch mal 1,5 Tonnen, dieselbe Menge dürfte sich noch im Berg befinden. Wie viel wäre das nach dem heutigen Goldpreis etwa? Der Goldpreis liegt bei etwa 44.000 das Kilo. Da sind bei der Tonne 44 Millionen, rechts und die Hälfte dazu. Kommst du auf 65, 70 Millionen Tonnen. Na, da müsste doch aber sofort hier jemand mit der kleinen Schippe stehen oder von mir aus auch mit einem Bulldozer und sagen, so, jetzt kramen wir mal kräftig. Das ist nicht möglich, weil der Eisenberg steht seit 1996 unter Natur- und Denkmalschutz. Und die Möglichkeit, dieses Gold zu fördern, wäre nach den heutigen Methoden nicht mehr möglich, weil der Eingriff in die Natur, der Eingriff in die Goldhäuser Bürger, die müssten umgesiedelt werden. Irgendwohin. Der Berg müsste abgetragen werden und verarbeitet werden. Und für wirklich 70 Millionen sind die Investitionen viel zu hoch. Da finden Sie niemanden, der das macht. Aber es ist eine schöne Vorstellung, auf so 70 Millionen zu stehen. Das ist eine schöne Vorstellung. Also da macht doch schon wieder Spaß. Ja, ich freue mich jedenfalls sehr auf die Tour mit Ihnen auf der Goldspur, auf der wir heute unterwegs sind. Wir werden auch ein bisschen unter Tage sein. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es da unten aussieht. Danke erstmal bis hier. Wenn Sie, meine Damen und Herren, am Sonntag vom Polizei-Oldtimer-Fest in Marburg zurückkommen, ich glaube, dann wollen Sie unbedingt Polizist werden. Weil in Marburg versuchen Sie alles, um Ihnen diesen Besuch schmackhaft zu machen. Natürlich auch mit Hilfe der tollen Polizei-Oldtimer, die für dieses Fest, na, sagen wir noch ein bisschen vorbereitet und poliert werden müssen. Fleißig sind die Marburger Polizisten, auch in ihrer Freizeit. Bis Sonntag muss alles stehen. Die alten Schätze müssen auf Hochglanz gebracht werden. Viel zu tun für Eberhard Dersch und seine Kollegen. Man muss irgendwo so ein bisschen bekloppt sein, auf Deutsch gesagt, gell? Wenn man hier halt sich jede Woche trifft, um halt nach dem Dienst alles ehrenamtlich hier diese Fahrzeuge zu pflegen und für die Nachwelt zu erhalten. Das Beste? Die Truppe restauriert die Fahrzeuge originalgetreu, und zwar so lange, bis sie wieder fahren. Mit diesem Auto fing alles an, vor über 20 Jahren. Heute sind es 80 Fahrzeuge aus 6 Jahrzehnten. Trotz des harten Polizeiberufs sind eigentlich alle ganz locker. Wir haben hier einige Fahrzeuge stehen, die es heute in der Weise bei der Polizei überhaupt nicht gab. Wir haben die als Jux-Fahrzeuge zurechtgemacht. Zum Beispiel hier ein VW-Bus T1, der ist in der Mitte um einen Meter gekürzt worden. Wenn man sieht, der ist also recht kurz geraden. War früher mal ein Schneeschieber von der Feuerwehr. Daneben steht ein Fiat 500 mit einem Mercedes-Grill, der halt
zur allgemeinen Belustigung dient. Mit dem haben wir sogar schon Michael Schumacher gefahren. Ausprobiert wird auch, ob der neue Hydrant an den historischen Wasserwerfer passt. Der soll am Sonntag schließlich auch funktionieren. Wasser los! 4000 Liter Wasser füllt das Ding, hat bis Ende der 70er noch Demonstranten abgeschossen. Heute für Eberhard Dersch und Kollegen ein wahrer Spielplatz. Da kommt man aber ganz schön in den Schwitzen hier, wie man sieht. Der ist ziemlich eng und ziemlich feucht und warm ist es auch noch. Und da läuft einem die Brühe ganz schön runter, ja. So war es früher bei Einsätzen aber genauso. Und heute, ja, macht man es aus Jux und Dollerei, ne? Nicht so spaßig. Die Polizeihunde, auch sie werden für Sonntag bestens vorbereitet. Körperlich zwar anstrengend, dennoch reine Routine für die Hundeführer. Angst dabei? In der Regel nicht. Also es gibt hier und da mal Situationen, wo man sich auch mal ein bisschen mulmig fühlt, klar. Wenn die Realität nachgestellt wird in der Übung. Das Feuerlösch-Polizeiauto, ein Prachtstück aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, auf dem dieser Polizist hier übrigens seinen Führerschein gemacht hat. Bestens gewappnet sind alle. Das Sommerfest am Sonntag kann kommen. Nur zum Üben auf diesem rasanten Gefährt hat sich keiner gefunden. Also musste ich ran. Ist es denn gefährlich? Eigentlich nicht. Meistens passiert überhaupt nichts. Oh, das sagen Sie jetzt. Bringen Sie mich bloß wieder heil ab. 30 Stundenkilometer schnell. Abheben inklusive. Das können Sie auch. Sonntag von 10 bis 18 Uhr auf dem Sommerfest des Polizei-Oldtimer-Museums in Marburg. Eintritt 2 Euro für Erwachsene, Kinder frei. Oh oh, wenn das mal gut geht. Wir sind wieder zurück und immer noch auf der Spur des Goldes. Das ist hier die ehemalige Burg Eisenberg, wo wir eben gerade noch oben auf dem Turm gestanden haben, 24 Meter über dem Berg quasi. Und nun frage ich mich natürlich, was hat so eine Burg mit der Goldspur und dem Goldlehrpfad rund um den Eisenberg zu tun? Die Burg wurde erbaut, um die Bergleute zu schützen vor Räubern. Und die Burg wurde nach der Zerstörung im 30-jährigen Krieg, ja, für eine Meierei, die etwa 20 Meter weiter in nordöstlicher Richtung errichtet wurde, wurden diese Steine genommen und die Burg wurde praktisch abgetragen. Was ist denn in diesem Hütchen hier eigentlich drin? Da ist ein Brunnen, weil jede Burg braucht im Mittelalter eine innenliegende Wasserstelle, um bei Belagerung autark zu sein, braucht ja irgendwie Wasser. Und dieser Brunnen ist sehr in Ordnung gehalten worden und wurde dann auch als Fluchtweg benutzt. Weil 5 Meter in dem Brunnen drin führt ein Gang nach draußen aus der Burg raus. Das klingt ja alles ganz wild romantisch. Gibt es denn auf diesem auf dieser Goldspur, auf dem Lehrpfad noch mehr solche verrückten und interessanten Dinge zu sehen? Gibt es schon. Es gibt verschiedene Schautafeln, wo hervorgeht, wo was gearbeitet worden ist. Da sieht man zum Beispiel eingefallte Stollen oder man sieht auch noch Schächte, die aber dementsprechend gesichert sind, um halt heute nicht mehr irgendwelche Gefahrenstellen öffentlich zu machen oder um diese Gefahrstellen zu sichern, wurden diese Stollen ja zugeschüttet und die Schächte wurden abgedeckt. Ach, was könnte das schön sein, in den Dingern rumzukrabbeln. Das wäre nochmal so richtig was für mich, aber natürlich auch nicht ganz ungefährlich. Deswegen ist es richtig, dass die Stollen zu sind. Wir machen jetzt einen Ausflug in die Nähe von Herr Born in den Vogelpark. Was erwarten Sie in einem Vogelpark? Richtig. Vögel. Was erwarten Sie nicht in einem Vogelpark? Richtig, Erdmännchen. Und trotzdem sind es die Erdmännchen, die im Vogelpark Uckersdorf bei Herr Born den Piepmätzen im Moment so richtig den Rang ablaufen und die Show stehlen. Onkel Stevie muss mal wieder Wache schieben. Die anderen dürfen spielen. 9 Erdmännchen leben seit letztem Jahr im Vogelpark Herr Born. Heute hat Zoopädagogin Britta Löbig etwas Besonderes für ihre Schützlinge dabei. Ich habe Grassohnen gestochen, da sind jetzt Insektenlarven drin. Und da werden die auch direkt drüber herfallen. Anfang Juni haben Papa Hugo und Mama Snoopy Nachwuchs bekommen. Und das nicht so knapp. Also wir haben erst mal geguckt, oh, einen Haufen Erdmännchen, die lagen ja alle am Bauch von der Mama.
Und erst beim zweiten Hinsehen haben wir gesehen, huch, das sind ja 4 Stück. Ja. Erst dann dachten wir 2, nee, 3 und dann, ach, es sind sogar 4. Ja, war die Überraschung schon sehr, sehr groß. Erst 2 Monate alt und schon alle Herzen erobert. Das ist im Moment der dankbarste Job im Vogelpark. Ja. Das kann man sich vorstellen. Da gibt es wirklich schlimmere Arbeiten. Also das ist eine der nettesten Aufgaben, die man hier hat mit den Jungtieren. Zumal die Kleinen wirklich unglaublich süß sind. Also dem Charme kann man sich absolut nicht entziehen. Guck mal, der Tempel sieht da hinten. Der ich liebe Erdmännchen. Sie sind schön spaßig und kloppen sich gut. Sind schön, ja. Kann man wirklich echt stundenlang stehen. Aber können Erdmännchen denn fliegen? Immerhin ist das hier doch ein Vogelpark. Und auch die Schneeeulen und andere Vögel haben Nachwuchs bekommen. Man könnte meinen, dass die geflügelten Kollegen wie Kakadu Koko und die anderen ein bisschen neidisch sind auf den Erfolg der putzigen Nagetiere bei den Besuchern. Traditionell ist das hier natürlich ein Vogelpark, der von einem Verein gegründet wurde. Die haben das hier alles ehrenamtlich aufgebaut. Da steckt sehr, sehr viel Arbeit und Herzblut drin. Und das Konzept war am Anfang natürlich ein ganz anderes. Viele Leute wollen eben nicht mehr nur Vögel sehen, sondern mittlerweile auch Säugetiere, die spannend sind, so wie zum Beispiel unsere Listaffen. Und gerade da macht es eben auch Sinn, dass man sich als Tierpark engagiert. Und mittlerweile nennen wir uns eben auch Vogel- und Naturschutztierpark Herborn und nicht mehr nur Vogelpark. Also Entwarnung für die Erdmännchen. Sie müssen sich keine Flügel wachsen lassen, um bleiben zu dürfen. Auch wenn die bestimmt praktisch wären, wenn Britta Löbig bei der täglichen kommentierten Erdmännchenfütterung um 16 Uhr mit Mehlwürmern vorbeikommt. So, ihr Süßen, kommt mal her. Ja, kommt mal her. So, kommt mal her. Aber trotz aller Niedlichkeit. Man darf nie vergessen, dass das tatsächlich Raubtiere sind. Und es kommt auch schon mal vor, dass wenn man nicht vorsichtig ist, dass da eins von den Tieren in den Finger beißt, wenn man eben nicht aufgepasst hat. Aber das ist dann unsere Schuld und nicht die Schuld der Tiere. Aber Familie Erdmann freut sich immer über Besuch. Im Vogel- und Naturschutztierpark Herborn, täglich geöffnet von 9.30 Uhr bis 19 Uhr. Und von den goldigen Erdmännchen wieder zurück auf die Goldspur rund um den Eisenberg, den wir jetzt so ein bisschen bergab laufen. Wie lang ist eigentlich diese Wanderstrecke, die Goldspur rund um den Eisenberg? Es gibt 2 Goldspuren. Einmal die Goldspur 1, 3,5 Kilometer und die Goldspur 2, 5,5 Kilometer mit einer Außenstation, das Wassertretbecken. Mich lässt ja diese Vorstellung nicht los, dass wir auf einem Berg laufen, in dem auch heute noch Deutschlands größtes Goldvorkommen sich befindet. Das haben wir vorhin gesagt, 70 Millionen etwa? Etwa 70 Millionen, wenn man... Ich meine, auf der einen Seite, das klingt viel, auf der anderen Seite, wenn wir uns überlegen, was wir so in Griechenland da immer reinschicken, ist auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, aber ich meine, 70 Millionen auf dem Goldberg. Das haben oder nicht haben. Das ist schon eine Hausnummer. Ich meine, sie muss doch das ganz verrückt machen, wenn sie hier wohnen. Na Mensch, ich hocke hier auf 70 Mille und komme nicht dran. Gehen Sie manchmal mit dem Spaß? Wir haben ja im Keller, haben wir schon mal gebuddelt. Ja. Und wenn wir finanziellen Engpass haben, dann wird so ein bisschen was gefördert. Sie gucken mich jetzt so ernsthaft an. Sagen Sie das mit dem Augenzwinkern oder fördern Sie da wirklich ab und zu? Nein, das ist natürlich mit einem Augenzwinkern, wenn man sich überlegt, in welcher Größe dieses Gold hier im Eisenberg vorkommt, dann lohnt sich das für einen Privatmann nicht. Was sich auf jeden Fall aber lohnt, ist auch, wenn man schon mal hier ist, das Goldmuseum in Korbach zu besuchen. Was kriegt man da alles zu sehen fürs Gold? Das, was Sie in der Theorie hier gelernt haben, das sehen Sie im Museum vor Ort. Da gibt es Goldstufen, die Rausch im Busch gefunden hat. Dann gibt es noch mal einen nachgebauten Schacht. Es lohnt sich also auf jeden Fall, nachdem ich die Goldspur 1 und 2 abgelaufen habe, nochmal das nachzusehen im Museum. Gut, also wenn Sie jetzt noch nicht genau wissen, was Sie am Wochenende unternehmen sollen, dann auf zum Goldberg, suchen Sie nach Eisenerz und Gold werden Sie finden. Und was Sie noch alles anstellen können am Wochenende und in der kommenden Woche, sehen Sie jetzt in unseren Tipps für Trips.